Ich glaube, wir haben unseren Moderator verloren. Ja, dass du das sagst, hätte ich mir gedacht. Raupach war das natürlich. Er ist aber schon im Ruhestand, so geht er auch. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, es fängt schon gut an mit Beleidigungen von allen Seiten. Gutes Regieren halt. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Wir freuen uns sehr darüber. Damit konnte man eigentlich gar nicht rechnen. Ja, ich komme vom Monofke, ich weiß gar nicht, wie das geht mit dem Mikro. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich hier heute zu einem tonlosen... Ist an? Ah, oh, da muss man ganz dicht dran. Na gut, okay. Das ist übersteuert, höre ich sonst immer aus dem Studio. Ja, das Thema ist Ihnen bekannt. Gutes Regieren. Und ich vermute mal, Sie sind alle deshalb gekommen, um zu hören, was ist das? Und insofern hoffe ich, dass hier zwei Kapazitäten und, ja, wie kann man sagen, zwei Heroen der Theorie und der Praxis von gutem Regieren hergekommen sind, um darüber etwas Auskunft zu erteilen. Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit wird es wahrscheinlich sehr schwer sein, die beiden aufeinander zu hetzen, weil sie sind ja in gewisser Weise aus derselben politischen Richtung. Aber wir werden da natürlich auch sicherlich dann noch etwas finden, nämlich Fragen, die Sie selbst haben zum Abschluss der ersten Runde hier vorne auf dem Podium. Vielleicht machen wir zwei Runden, auch mal zur Erholung. Das eine oder andere könnte Sie dann sicherlich schon mal drücken. Ich darf Ihnen vorstellen, Professor Gesine Schwan, muss ich eigentlich nicht mehr vorstellen, wenn alles gut gegangen wäre. Wenn alles gut gegangen wäre, ich sage jetzt nicht mit rechten Dingen, aber wenn alles gut gegangen wäre, wäre sie jetzt unser Staatsoberhaupt, unsere Bundespräsidentin. Leider hat es nicht geklappt, sage ich auch ganz persönlich. Aber trotz alledem, dass Sie zweimal auch den Anlauf gemacht haben, Frau Schwan, das finde ich wacker. Und die Aussichtslosigkeit war zu erahnen, wenngleich es wurde beim zweiten Mal dann ja doch nochmal etwas spannender als beim ersten Mal. Ja, den Mann kennen Sie hier in Kiel wahrscheinlich noch gar nicht. Es handelt sich hier um Thorsten Albig. Thorsten Albig ist noch Oberbürgermeister dieser Stadt und möglicherweise ab Mai neuer Ministerpräsident dieses Landes. Wäre ja auch nicht schlecht. Ob dann gut regiert wird, wird man sehen. Aber zumindest will er es ja versprechen hier heute Abend, vermute ich mal. Und die Chance kann man ihm ja auch geben. Meine Damen und Herren, es gibt ein Bonmot und das ist ein französisches Wort, wie Sie wissen. Ich habe einen Franzosen erwischt bei einer Zitatensammlung, der hat mal gesagt, das Regieren wäre ziemlich einfach, wenn nicht noch gewählt werden müsste. Und das ist ganz sicherlich etwas, wo man sagen muss, naja, schauen wir mal an, wie weit tatsächlich das, was man theoretisch beabsichtigt, dann auch bezogen auf den Dialog per Kreuz natürlich mit den Wählern, mit dem Wahlvolk, dann auch erfüllt wird. Max Weber hat mal gesagt, Politik ist das Bohren ganz dicker Bretter. Und so ist es ja wohl, wenn man zumindest ein Gegenkonzept zu dem entwirft, was wir im Augenblick hier erleben, mit Wendehalspolitik von oben bis unten. Und vor diesem Hintergrund wird es jetzt mal interessant sein zu erfahren, wo stehen wir eigentlich? Und Frau Schwan, wenn Sie gestatten, würde ich tatsächlich das Wort zunächst mal an Herrn Albig geben. Wir haben hier Theorie und Praxis, aber den Praktiker zunächst einmal. Herr Albig, Sie haben in einem Grundsatzpapier gesagt zum Thema gutes Regieren, die Politik leide unter einem erheblichen Vertrauensverlust und den gelte es wieder zu gewinnen, beziehungsweise das Vertrauen, also wieder Boden gut zu machen. Wie soll das geschehen? Wo kommt dieser Vertrauensverlust her? Das ist die erste Frage, um zu klären, wie können wir wieder Vertrauen aufbauen. Mein Eindruck ist, das ist ein wechselseitiger Prozess. Politik oder Politikerinnen und Politiker scheinen das Vertrauen in ihr Volk zu verlieren. Sie beteiligen nicht mehr, sie hören nicht mehr, sie fragen nicht mehr, sondern sie meinen, dass Politik dann stark und gut ist, wenn sie schnell und hart entscheidet. Möglichst aus Klausuren kommend, verkündend und ihre Tatkraft zelebriert. Volk gar nicht so sehr, weil es wählt oder abwählen kann, sondern weil es
verunklart, permanent neue Sichtweisen reinbringt, Fragen stellt, in Welten, die man selber in ihrer Komplexität selbst als Expertenpolitiker nicht mehr wahrlich beherrscht und immer schwieriger werden, wenn da ganz viele mitreden. Dieses Volk wird zunehmend in eine Rolle von Zuschauer oder Zuhörer gebracht, darf gutieren oder auch nicht gutieren, aber ist sicherlich keins mehr, dem man sich in Vertrauen zuwendet, um zu sagen, ich versuche zu erklären, was ich ja gerade tue. Ich versuche zu beschreiben, wo meine Probleme sind. Ich versuche deutlich zu machen, dass ich eben mitnichten für alle Weltenprobleme der Experte bin, sondern dass es Dinge gibt, die ich noch nicht durchdringe. Ich glaube, diese gesamte Finanzkrise seit 2008 haben wir im Kern nicht verstanden. Auch die Politiker nicht. Ja, auch die Politiker nicht. Aber auch die Wirtschaft nicht. Und wir können es ihnen gar nicht vorwerfen, weil sie in dieser Problemlage, in dieser Komplexität nicht erwartbar war, nicht in Lehrbüchern beschrieben ist. Niemand kannte sie, aber wir müssen eine Rolle spielen und meinen das zu tun, oder Politik meint das zu tun, von Allwissenheit. Und dieses zum Gegenstand einer Debatte zu machen, dem Menschen zu erklären, dass dem nicht so ist, um dann umgekehrt dieses Misstrauen, dass Menschen, die das ja bemerken, dass sie entwickelt haben, also irgendwie gerieren die sich so allwissend, aber tatsächlich erlebe ich jeden Tag das Gegenteil. Da wieder auf eine Ebene zu kommen und sagen, das sind Menschen, die in einer repräsentativen Demokratie eine ganz wichtige Rolle haben. Deren Rolle ist aber nicht, dass sie die 10 Weisen sind, die jede Frage beantworten können und wir legen uns als Gesellschaft zurück, sondern wir kommen wieder in eine Debatte miteinander darüber, wie diese Gesellschaft funktioniert. Das scheint mir ein ganz wichtiger Ansatz zu sein, weil ansonsten ist aus meiner Sicht es nicht mehr lange, dass wir in einer Demokratie sind, die eine von Zufälligkeiten, von Beliebigkeiten geprägte Abstimmungsdemokratie ist. Und da kann man dann trefflich fragen, ist sie das dann überhaupt noch? Also wenn wir nur noch über Facebook und über noch gefällt mir nicht Button dann durch unsere Gesellschaft uns bewegen, dafür hätte ich jedenfalls große Sorge. Und dagegen den Versuch zu starten, ob er gelingt, ist nur eine große Frage. Vertrauen wieder zu organisieren, wieder zu werben, das ist, glaube ich, hohe Zeit. Ja, wenn man darauf mal anknüpfen darf, Frau Schwan. Lenin hat mal gesagt, Vertrauen ist gut, um bei Vertrauen mal zu bleiben, Kontrolle ist besser. Wird denn die augenblicklich aktive Politik in diesem unseren Lande wirklich noch qualitativ kontrolliert? Sei es durch die Parlamente, sei es durch die Bürger und sei es eigentlich auch durch die eigenen Parteien. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, was unter Frau Merkel alles an Sozialdemokratisierung innerhalb der CDU passiert, das nimmt ja der SPD den Atem. Ich weiß gar nicht, wie Sie da noch klarkommen wollen, Herr Albig. Da muss man doch langsam das Vertrauen verlieren. Und es gibt ja auch nicht wenige Unionspolitiker, die sagen, das ist nicht mehr meine Partei. Ich weiß nicht, wie ich das alles vertreten soll. Wenn Lenin gesagt hat, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so hatte er eine Vorstellung von Kontrolle, die nicht eine demokratische Kontrolle ist. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, denn für ihn bedeutete schon Kontrolle, dass er alles kontrollieren kann von der Avantgarde-Partei her. Das ist was ganz anderes als das, was wir unter Kontrolle verstehen. Und ich betone das so, weil man ja sagen könnte, na gut, ist lange her. Aber das ist der Unterschied zwischen einer autoritären Politik und einer demokratischen. Eine autoritäre Politik will alles unter Kontrolle bekommen, auch eine konservative autoritäre. Eine demokratische will auch kontrollieren, aber nicht so, dass eine Zentrale alles unter Kontrolle hat. Und eine Demokratie verliert ihre Substanz und auch ihre Anhänger, wenn Politikerinnen und Politiker sich so verhalten, dass sie am liebsten alles unter Kontrolle behalten und gar nicht den Mut aufbringen, ein Sachproblem in die Öffentlichkeit zu bringen. Sondern wenn sie meinen, wir machen das in kleinen Zirkeln und dann dekretieren wir das. Und da stimme ich auch der Analyse von Thorsten Albig zu. Aber
Ich glaube nicht, dass man damit Vertrauen gewinnen kann, dass man jetzt offen zugibt, man kann nicht alles. Also das kann man eine Weile tun, aber dann sagt man, ja, aber nun musst du doch. Wir haben dich doch dafür gewählt, dass du was machst. Ne? Und deswegen denke ich, gehört zu einem vertrauenswürdigen Politiker, einer vertrauenswürdigen Politikerin, dass sie nicht nur wahrhaftig ist in Bezug auf das, was sie kann oder nicht kann, sondern dass sie auch kompetent ist und dass sie gerecht ist. Das sind die drei Eigenschaften, die eine Person haben muss, nicht nur als Politiker, Politikerin, sondern auch sonst, wenn sie Vertrauen gewinnen soll. Wenn sie kompetent ist, aber nicht gerecht, sondern ihre Kompetenz für sich selbst ausnutzt, dann hat sie kein Vertrauen. Wenn sie gerecht ist, aber keine Ahnung hat, ist das auch nicht so doll. Und wenn sie wahrhaftig ist und weder gerecht noch konsequent noch kompetent, ist das auch nicht. Also drei niemand, Dinge. Niemand denkt jetzt an Frau Merkel. Das lassen wir mal offen. Im Moment, also diese drei Elemente müssen zusammenkommen. Das Problem in unserer jetzigen Situation ist, dass die traditionelle Politik, die nach unserem Setting nationalstaatlich organisiert ist, gewählt mit einer Legislative, einer Exekutive und einer Judikative, dass diese Politik, die nationalstaatlich organisiert ist, von ihrem Wirkungsbereich her nicht mehr total kompetent sein kann. Erstens, weil der Wirkungsbereich national begrenzt ist und die Probleme transnational sind, die nationalen Grenzen überschreiten. Das ist eine Nationalregierung, kann das weder in Bezug auf die Wirtschaft noch über in Bezug auf Klima oder Energie oder sonst was. Was noch in den 60er, 70er Jahren ein Bundeskanzler machen konnte, ist heute für einen Bundeskanzler überhaupt gar nicht mehr drin. Das ist eine völlige Verschiebung und das hat nichts mit den einzelnen Personen zu tun, sondern mit der Veränderung der Welt. Und auch innerstaatlich, sogar in der Kommune, sind die Probleme zum Teil viel komplexer geworden. Wenn das so ist, müssen wir Formen der Zusammenarbeit finden, müssen wir also in den Prozeduren der Politik und bei den Akteuren der Politik Erweiterungen vornehmen, damit wieder kompetent Politik gemacht werden kann. Denn wir werden auch in Zukunft keine Übermenschen haben. Wollen wir eigentlich auch nicht. Das heißt, ein Punkt ist bei mir, Politik muss von der kommunalen bis zur transnationalen, europäischen oder globalen Ebene aus der Gesellschaft Hilfe bekommen. Und Gesellschaft heißt da für mich im Wesentlichen die organisierte Zivilgesellschaft und der Unternehmenssektor. Das wird jetzt einige. Können wir hier mal eine Zäsur machen? Also es ist eine gewisse Überladung jetzt im Augenblick unterwegs. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Ist das okay? Also denn ich frage immer unterbrechen. Die Frage, die sich da anschließt, ist doch ganz eindeutig. Geht es noch um gutes Regieren oder um gutes Reagieren? Die Frage vielleicht an Sie beide. Wenn man unter gutem Regieren versteht, dass eine exekutive Regierung gut regieren soll, das kann die Zukunft nicht sein. Wir müssen alle mitregieren. Das ist der Punkt. Darauf will ich hinaus. Und damit das nicht abstrakt bleibt, wollte ich das erklären. Wir brauchen die Gesellschaft, wir brauchen in einer Kommune, die Menschen, die in einer Kommune über das Innenleben dieser Kommune Bescheid wissen, um zu helfen. Wir müssen, wenn wir in Kreuzberg oder Neukölln in Berlin eine Integrationspolitik kommunal machen wollen, natürlich mit den türkischen und arabischen Initiativen zusammenarbeiten. Das geht nicht mehr von einer deutschstämmigen Verwaltung aus. Das geht nicht mehr, weil man gar nicht weiß, womit man zu tun hat. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, plötzlich bei dieser rechtsterroristischen Gruppe, lange Zeit haben die deutschen Behörden, und Verfassungsschutz ist wahrscheinlich noch ziemlich deutsch, die deutschen Behörden alle möglichen exotischen Ideen gehabt über die türkischen Gemeinden, aus denen die Ermordeten kamen und sich da alle möglichen Theorien gemacht. Sie haben aber nicht die Leute und die Umgebung und die NGOs, die es da gibt, gefragt und haben nicht mit ihnen kooperiert, um zu gucken, sag mal, ist das die richtige Spur, die wir da verfolgen oder ist das nicht ein Hirngespinst, was wir uns machen? Das ist ein ganz konkreter Fall. Man ist angewiesen auf die Hilfe aus der Gesellschaft. Man muss sich das nicht zu eigen machen, aber man hat gar nicht mehr die Kenntnis, auch weil unsere Gesellschaft immer komplexer geworden ist. Herr Albig. Regieren oder reagieren? Das ist kein Widerspruch. Zum guten Regieren gehört das Agieren genauso wie das Reagieren dazu.
wenn ich auf die Kompetenzen vorhin abgestellt habe, dann meine ich natürlich nicht, dass wir jetzt möglichst blöd sein sollten, sondern wie organisiere ich einen Lernprozess auch in Politik für Herausforderungen, die ich in der Tat noch nicht beherrschen kann, wenn sie kommen. Wie mache ich deutlich, nach welchen Strategien lernt Politik eigentlich? Heute ziehen wir uns in Klausur zurück und machen die Tür zu und verraten es möglichst nicht, weil wir angreifbar werden. Zukünftige Politik muss erkennbar machen, wie sie mit welchem Diskurs, mit welchen Leuten die Informationen für neue Probleme, die wir in einer globalen Welt haben, in einer globalen Finanzkrise, die wir so vorher nicht erfasst haben, wie sie die erarbeitet. Und sie muss die auch in die Diskussion stellen, solche Prozesse. Und sie wird immer auch reagieren müssen, weil immer wieder Dinge kommen, die wir überhaupt nicht vorhersehen konnten. Aber das Agieren einer Zivilgesellschaft, Rahmen zu schaffen, die uns Grundsicherheiten von Vertrauen wiedergeben, auch das gehört zu guter Politik dazu. Und das ist mit dem Wort Gerechtigkeit natürlich zentral überschrieben. Also eine Gesellschaft, die in ihrem Kern gerecht funktioniert und gerecht organisiert ist, die wird es leichter fallen, im Zweifel dann auch zu reagieren, wenn irgendwas von draußen kommt, was wir bis auf die kommunale Welt eben nicht mehr so beherrschen, wie wir es vor 40 Jahren beherrscht haben. Wir beherrschen nicht mehr die Umstände, die auf uns kommen, aber wir können ihnen Rahmen geben und wir können Reaktionsmechanismen entwickeln, bei denen die Leute sagen, ja, sie sind kompetent, natürlich, aber nicht in einer Kompetenz von Lexikon, die kennen die gesamten Lehrbücher, sondern sie sind in einer modernen Art und Weise lernfähig und nutzen das, was sie in der Gesellschaft an Wissen, an Begeisterung, an Herz haben, um mit diesen Problemen umzugehen. Und das tun wir alles doch sehr unterentwickelt heutzutage. Ja. Es ist ja so, Frau Schwan, Sie sind Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance. Und dieses bedeutet, dass Sie sich ja theoretisch sehr viel beschäftigen mit Vermittlungsfragen, mit der Frage, wie kommuniziere ich eigentlich politische Vorgänge, auch in dem Sinne, wie Herr Albig das gerade eben genannt hat. Wir haben ja eine ganz konkrete Situation, Stichwort Hartz IV, wo Entscheidungen vor fast 10 Jahren, nämlich im Jahre 2003 im März, gewissermaßen im Hinterzimmer von Rot-Grün gefällt wurden. Schröder-Müntefering, sagt man, waren es damals. Und die dann irgendwie Riesenprobleme hatten, überhaupt ihre ganze Partei mitzunehmen. Auf der anderen Seite kann man sagen, unter ökonomischen Gesichtspunkten war Hartz IV wahrscheinlich überfällig und wir stünden vielleicht auch wirtschaftspolitisch nicht da, wo wir jetzt stünden. Aber negative Seite, sozialpolitisch, wo stehen wir da und wie vermittelt sich das eigentlich auch Ihren Studentinnen und Studenten? Das ist ein sehr gutes Beispiel. In dieser Zeit hat mir Frank Steinmeier gesagt, wir haben keinen Ort, er war damals Chef des Bundeskanzleramts, wir haben keinen Ort, wo wir komplizierte, langfristige Politik vorbesprechen und konzipieren können. Warum nicht? Es gab ja genug Zimmer im Bundeskanzleramt. Weil in dem Moment, wo 5 oder 6 Leute zusammensitzen, um das zu machen, die Süddeutsche Zeitung schon den ersten Artikel darüber schreibt. Der Punkt war, in dem Moment, wo sowas in einer politisch relevanten Konstellation erdacht wird, ist sofort eine öffentliche Debatte darüber, was die SPD vielleicht machen will. Und dann hat die mehr damit zu tun, mit der Debatte umzugehen, als die Substanz der Politik zu betrachten. Zweiter Punkt. Deswegen der Versuch, das in den Hinterzimmern zu machen. Zweiter Punkt. Diese Hartz IV, also Agenda 2010, Politik ist ja nicht nur Hartz IV, war darauf angelegt, dass sehr viele Institutionen und Personen außerhalb der Bundesregierung da mitmachen. Sie betraf die Bundesagenturen für Arbeit, sie betraf die Kommunen. Das konnte eigentlich nur klappen, wenn die alle auch das wollten, wenn die an einem Strang zogen und wir wissen aus x anderen Erfahrungen, ohne Teilhabe geht es vielleicht schneller, ein Konzept zu verkünden, aber die Umsetzung ist dann schwierig, weil einfach die Personen sich da gar nicht
richtig gefragt fühlen und weil ich Schwierigkeiten auftauche. Und ich habe das auch ganz konkret, weil ich mal bei einer Kabinettssitzung war, mitgekriegt. Also muss man Orte schaffen, wo Politik so vorbereitet werden kann, dass die Akteure, die dazu notwendig sind, schon vorab, und zwar nicht in einem parteipolitischen Rahmen, sich zusammensetzen und sagen, also, wenn ihr das jetzt hier macht und wir wollen Kommunen und Bundesagenturen zusammenbringen, dann machen wir euch darauf aufmerksam, da gibt es dann das und das Problem. Diese einzelnen Probleme der Abstimmung, die ja da eine Rolle spielten, auch die Probleme der sozialen Folgen, kann so ein Politikentwurf gar nicht alle im Detail betrachten. Das ist viel zu schwierig. Gerhard Schröder hat ja damals gesagt, wenn es einer machen kann, dann können das nur die Sozis. Stimmen Sie dem zu? Da meinte er aber was anderes. Er meinte, wenn das einer machen kann, das heißt also Opfer abverlangen von Arbeitnehmern, dann können das nur die Sozis, so wie Frau von der Leyen nur mit der CSU fertig werden konnte, mit der Familienpolitik. Das ist sozusagen üblich, das ist klar. Man muss sozusagen immer aus dem eigenen Lager das machen. Richtig. Aber das hat mit dem anderen Thema machen können nichts zu tun. Er konnte es eben auch nicht so gut machen. Es hat ja ungeahnte Folgen gehabt, die er sich auch gar nicht klar gemacht hat. Und ob jetzt wirklich alles so gut dabei war und ob die gesamte Organisation der Sozialversicherung so richtig war, einschließlich Privatisierungstendenzen, das wissen wir nicht. Ich will damit genau sagen, es ist ein Beispiel und es gibt bei jeder Politik, die uns zu schwierig erscheint, immer dasselbe. Wir müssen Politik jetzt viel mehr zusammen mit den Personen entwickeln, die in diesen Bereichen tätig sind. Die müssen nicht repräsentativ sein. Zum Schluss, und das bringt mich vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, zu der Frage, was ist eigentlich politische Kompetenz? Politische Kompetenz ist nicht, dass jemand die Sozialversicherungsgesetzgebung runterbeten kann. Das meine ich nicht. Sondern politische Kompetenz ist die Fähigkeit, die politischen, das heißt strittigen, und auch machtpolitisch bedeutenden Fragen zu verstehen, Perspektiven zu nennen und dann aber auch die Menschen zusammenzubringen unter dieser Perspektive. Wenn man Frau Merkel vorwirft, sie moderiere zu viel, dann ist das halb richtig und halb falsch. Es ist falsch, weil moderieren ist ein Teil der politischen Kompetenz. Richtig ist, dass sie überhaupt keine Perspektive angibt, wohin sie will. Und das ist absolut unverzichtbar. Also sonst ist das eine Muschelei. Das ist kein vernünftiges Moderieren. Man muss langfristige Perspektiven haben und man muss dann mit den Menschen, nicht nur in der Partei, aus der Gesellschaft, das moderieren. Ich würde ganz gerne noch bei dem Beispiel bleiben und ein Stichwort, Herr Halbig, von Frau Schwan aufgreifen. Und dieses Stichwort heißt Süddeutsche Zeitung, stellvertretend für die Medien. Und da auch die Kompetenz. Welche Rolle spielen eigentlich nach Ihrer Meinung bei dieser vertrauensbildenden Maßnahmepolitik, von der Sie ja sprechen, welche Rolle spielen da die Medien? Wie weit kriegen Sie die Medien mit? Oder ist es vielleicht so, dass ja Anfang der 90er Jahre, also zwischen 93 und 95, nee, Entschuldigung, zwischen 2003 und 2005, Gerhard Schröder von einer kleinen, aber sehr wirkungsvollen, ich sage jetzt mal, Medienmafia in Berlin weggeschrieben worden ist? Und hat das auch damit zu tun, dass die Medien vielleicht nicht diese Kompetenz besitzen, sozusagen auch als Transmissionsriemen für politische Vorgänge, um das auch einigermaßen objektiv oder neutral darzustellen und angemessen vor allen Dingen? Das ist schwierig zu beantworten. Welche Rolle sollen Medien haben? Ich glaube, zu verlangen, dass sie sich in einer konstruktiv begleitenden Art und Weise einer Reformpolitik, möglicherweise sogar einer Reformpolitik, die ganz viele Widerstände jedenfalls erstmal auslöst, sich der konstruktiv zuwenden muss, das wäre vielleicht doch ein bisschen viel verlangt. Aus meiner Sicht, ich war ja lange Sprecher vom Bundesfinanzminister, ist das Problem nicht so sehr, dass Medien Dinge skandalisieren, sondern wie wir darauf reagieren, dass sie skandalisieren. Dass wir sofort als Politik anspringen, wenn es gelingt, zu jeder dieser Ideen, für die wir keinen Raum haben, 10 Gegenstimmen zu finden. Und mein größter Ehrgeiz offensichtlich ist, dass es keine 10 Gegenstimmen geben darf. Wenn ich selbstbewusster als Politik wäre, die wieder einen Vertrauensrückhalt in der Bevölkerung hätte, könnte ich
so etwas möglicherweise auch eine Zeit aushalten. Das ist in der Tat, solange ich in diesem Raum bin, in dem ich mit möglichst vielen versuche, diese Idee zu klären, es immer Einflüsse von außen gibt, durch Medien getragen, dass in dem Zeitraum der Diskussion nicht jeder meine Meinung teilt. Da Politik heute sich oft darüber definiert, dass sie zu jedem Zeitpunkt die Debatte beherrschen möchte, zu jedem Zeitpunkt sicherstellen möchte, dass bei einer beliebigen Umfrage, und zwar zu jedem beliebigen Zeitpunkt beliebigen Umfrage, ich die Mehrheit habe, nimmt sie sich A den Raum und hat mit Medien auch jemanden gefunden, der als Schuldiger sehr gut herhalten kann. Ob die Medien wirklich schuld sind oder mein sehr unterentwickelt politisches Verständnis davon, wie erkämpfe ich mir wieder das Zutrauen von Bevölkerung, das so etwas auch mal auszuhalten. Kleine Zwischenfrage aus Ihrer Zeit bei Herrn Steinbrück zum Beispiel. Haben Sie irgendwann mal die Zeitung gelesen und gesagt, was schreibt der für einen Unsinn? Darum ging es gestern gar nicht. Na, jeden Tag, aber... aber das ist doch ein Problem, auch bei Transparenz, was wir ja eben erwähnt haben. Ja, das ist ein Problem, weil jemand wie Steinbrück dann nicht so sehr, solange es uns gut ging, sagen, das lassen wir erstmal so sein. Also wenn die das schreiben mögen, dann ist das egal. Und wenn da ein Teil von Leuten aufgeregt ist, hält man das auch aus. Aber wenn man anfängt, jedes Mal darauf zu reagieren, jedes Mal in Reaktion zu geraten, dann in der Tat können Sie mit Politik nicht mehr viel bewegen, weil dann sind Sie nur noch Antworter auf etwas, was Medien Ihnen vorgeben in der Debatte, und Sie gestalten dann nicht mehr. Das zurückzuholen, wieder in die Politik zurückzuholen und sagen, wir brauchen, das ist ja in der Tat kein Raum im Kanzleramt, sondern das ist eine gesellschaftlich definierte Zeit, die ich wieder haben will. Politik ist dann gut, wenn sie sich diese Zeit nimmt und wenn sie es aushält, wenn wir ein halbes Jahr diskutieren über ein Problem wie Hartz IV und sagen, das stellen wir in eine öffentliche Debatte. Und selbst wenn von diesem halben Jahr 4 Monate, 5 Monate kritisch sind, schaffe ich es, im 6. Monat zu sagen, jetzt gehen wir diesen Weg, weil ich alle Argumente ausgetauscht habe, ich habe transparent gemacht, was ich denke, und ich mache auch transparent, warum ich anderen Argumenten nicht folge. Und dann entscheide ich. Das ist etwas, was, glaube ich, ein Ziel von guter Politik und gutem Regieren sein muss, das auch aushalten zu können. Und heute mögen wir nichts mehr aushalten. Frau Schwan, Stichwort Transparenz. Ihr Mann, Herr Eigen, ist ja nun der Vorsitzende von Transparency International. Ich denke, am Küchentisch wird darüber auch sehr oft gesprochen. Vielleicht auch, da wir noch bei den Medien sind, vielleicht noch ein letztes Wort dazu. Wie transparent sind eigentlich und ehrlich in der Transparenz sind die Medien, oder haben die nicht nach ihrer Erfahrung oder Meinung irgendwie auch immer eine Vorsteuerung nach dem Motto, ich muss das jetzt aber so schreiben und wo ist jetzt tatsächlich der Haken bei diesem politischen Projekt, sodass ich einigermaßen gegenüber meinem Verleger vertreten kann oder auch gegenüber dem Intendanten, was ich da gerade geschrieben oder gesagt habe? Ich glaube nicht, dass es eine Vorsteuerung gibt, sondern da gibt es verschiedene Steuerungen, die nicht unbedingt was mit der Sache selbst zu tun haben. Das ist das Problem. Es sind unterschiedliche Erfolgslogiken, denen die Medien folgen, und die mit der demokratischen Aufgabe, wie sie im Bilderbuch steht und auf die man auch nicht verzichten darf, also das darf man nicht nur ironisieren, finde ich, dann nicht mehr so viel zu tun hat. Es gibt die Logik des Absatzes eines Blattes und da gibt es gewisse ökonomische Sachen, dass die Absatzzahl und die Inserate und sowas eine Rolle spielen. Es gibt die Logik, wie schnell werde ich wann in welcher Agentur zitiert. Also es gibt individuelle journalistische Sachen. Es gibt die Logik, dass man skandalisiert, weil das eher Aufmerksamkeit erreicht. Und es gibt noch ein paar mehr. Es sind verschiedene vor allen Dingen auch. Kampagnen. Es gibt die Logik, weil die Redaktionen reduziert sind, dass man nicht mehr eigene Recherchen macht, sondern so schreibt, wie man denkt, dass man nicht reinfallen kann. Und damit verstärkt man zum Teil auch falsche Äußerungen. Das hat auch wiederum einen ökonomischen Grund. Es gibt die Logik, dass man unbedingt der Erste bei einer Welle sein möchte. Das schafft Reputation und dann kriegt man den nächsten reputierten Job und der ist auch vielleicht mehr. Also es gibt viele Sachen. Es gibt natürlich auch viele, die wollen einfach wirklich sachlich berichten. Also man muss jetzt nicht alle Journalisten schlecht machen, alle Medien. Aber es ist wahr, es ist ein systematisches Problem, dass die Logik, nach der Medien
funktionieren und ihre Erfolge einheimsen, nur am Rande damit zu tun hat, was sie eigentlich in der Demokratie machen soll. Also transparent machen, welche Projekte sind und so weiter. Also ich habe es zum Beispiel auch ganz sehr persönlich erlebt bei der zweiten Kandidatur, vor allen Dingen in der Berliner Presse, muss ich dazu sagen. Es war in den Ländern anders. Hauptstadtpresse. Wie bitte? Hauptstadtpresse. In der Hauptstadtpresse. Ja, also nicht Berliner Landespolitik, nicht sondern Landes, Bundespolitik. Nein, nein, Bundespolitik. Das, was ich erklären wollte, was ich zum Beispiel wichtig finde mitten im Abend und warum ich sozusagen untergründig die Demokratie gefährdet sehe, da haben ja manche gesagt, die spinnt doch wohl. Ne? Also ich fand, dass es viele Indizien gab dafür, dass die Demokratie sehr gefährdet ist. Ne? Das wollten die alles gar nicht wissen. Die wollten wissen, ob Müntefering für mich ist oder nicht. Das kann ich auch verstehen, weil am Ende, naja, gut. Also es war nicht alles so eindeutig, wie man sich das gewünscht hätte. Aber es waren sozusagen bestimmte Dinge, Entlarvungen oder Skandalisierungen, die sie interessierten und die eigene Botschaft rüberzubringen, ist sehr schwer. Ich glaube aber auch da, dass Jammern nicht hilft. Ich denke, wir müssten schon auf längere Sicht uns auch nochmal mit den Verantwortlichen aus den Medien zusammensetzen, weil irgendwie leben sie auch von dem System, das sie dann de facto mit unterminieren. Und außerdem muss man eben all die alternativen Sachen jetzt im Netz sehen. Da gibt es ja ganz viel anderes, das hat auch Nachteile, aber es gibt inzwischen die Möglichkeit, auch nicht nur mit den etablierten Medien Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und da muss man dann auch so erfinderisch sein. Ich würde da gerne noch anknüpfen, dann doch noch eine letzte Frage zu den Medien an Sie, Herr Albig, aus Ihrer eigenen Erfahrung auch. Es gibt ja in Berlin, Hauptstadtpresse, gibt es die sogenannten Hintergrundkreise. Wie hilfreich sind die eigentlich, wo unter 1, 2, 3, also bis hin zur Verschwiegenheitsverpflichtung, auch Selbstverpflichtung der Hörenden, dass man da politische Prozesse transportieren kann auf diese Art und Weise? Wie ist da Ihre Erfahrung? Und ist das ein probates Mittel, Politik zu betreiben im Sinne des guten Regierens? Für gutes Regieren sind sie, glaube ich, nicht übermäßig hilfreich. Also Hintergrundkreise nutzen sie in der Regel, um das unter die Leute zu bringen, was sie sich nicht trauen, in einem Interview öffentlich zu sagen, von dem sie aber sicher sind, dass wenn sie es im Hintergrund sagen, es morgen genauso rum ist, als wenn sie es in der Zeitung gesagt hätten, aber immer sagen können, ich habe es gar nicht gesagt. Jeder weiß das dann, was sie denken, und es wabert eher im Untergrund rum, dient sehr der Eitelkeit, sowohl derjenigen, die einladen zum Hintergrund, als derjenigen, die hingehen zum Hintergrund. Viele der Probleme, die wir haben, kommen aus solchen Hintergrundkreisen. Wenn wir eine Art von angelsächsisch klaren Interviews hätten bei uns, die nicht so durchredigiert werden, wo das, was gesagt wird, auch geschrieben wird, bräuchten wir sowas vielleicht nicht ganz so intensiv. Das ist, also jeder macht es gerne, wenn man drin ist, macht es viel Spaß, aber ist ein sehr zweischneidiges Schwert, dieser Hintergrund. Kleiner Ringkampf. Ja. Wir kommen jetzt zu dem, wo ich Sie unhöflicherweise für unterbrochen habe, was Sie schon mal im Tiefstart mitgebracht haben oder versucht haben anzubringen, nämlich die Internationalisierung und die Globalisierung, die Verflechtung politischer Vorgänge auf internationaler Ebene. Ich fange mal bei der EU an, bei der Europäischen Union. Gerade heute hören wir, da wird rumgebastelt jetzt an den Eurobonds und in Deutschland und zumindest Frau Merkel will das alles gar nicht, ob es dann wirklich so kommt, man weiß es ja auch nie mehr genau. Manchmal dreht sie sich dann ja auch wieder. Auch die europäischen Institutionen sind ja latent undemokratisch konstruierte Einrichtungen. Im Grunde genommen ist der Ministerrat, also die Exekutive, die Ministerrat, ist die Vertretung der Regierungen, der nationalen Regierung, gleichzeitig bei den Gipfelkonferenzen gesetzgebendes Organ innerhalb der EU. Das muss doch einfach Leute von der Wahlurne fernhalten, weil die sagen, also was geht hier eigentlich vor? Das ist doch nun Demokratie zweiter Klasse. Ich bin nicht so sicher, ob die Tatsache, dass der Ministerrat oder nicht nur Ministerrat, auch der Rat der Regierungschefs, also das ist ja alles der Europäische Rat, letztlich zu einem ganz entscheidenden Entscheidungsorgan geworden ist, mehr als die Kommission inzwischen und mehr als das Parlament, obwohl das Parlament mehr Kompetenzen bekommen hat. Ob
ich bin gar nicht so sicher, ob das den meisten Bürgern so bewusst ist. Die hören mal von dem Rat und mal von der Kommission und vom Parlament. Und da das nicht nach dem Schema läuft, das sie in ihrem Nationalstaat kennen, ist das wahrscheinlich für viele gar nicht so leicht, das zuzuordnen. Denn in der Tat, der Ministerrat ist eine Versammlung von Exekutiven, aber er kann ganz stark auf die Gesetzgebung einwirken. Allerdings, der Bundesrat ist auch eine Versammlung von Exekutiven. Nicht? Und das ist unsere zweite Kammer. Und das ist auch vielen gar nicht so bewusst. Im Verzeihgrund oder Recht ist es manchmal gar nicht so leicht, das anzubringen. Also diese Verwirrung ist ein Problem. Ich glaube aber, das größere Problem ist, dass die Europäische Union, die aus Nationalstaaten, die so entstanden ist, dass Nationalstaaten sich zusammengetan haben, um zunächst einen freien Wirtschaftsraum zu schaffen und die Freiheiten der Wirtschaft, Kapitalfreiheit, Arbeitsmarktfreiheit und so weiter, Bewegungsfreiheit durchzusetzen, dass diese Europäische Union die Dimensionen, die die Menschen interessieren, wie zum Beispiel soziale Sicherheit, nicht zu ihrer entscheidenden Aufgabe hat, weil diese soziale Sicherheit bei den Nationalstaaten vom Vertrag her geblieben ist. Zwar macht die Europäische Union auch allerlei gegen Diskriminierung und gegen und in den sogenannten Kohäsionsfonds, also dafür, dass Regionen, denen es nicht so gut geht, Geld bekommen zum Aufbau, also einen gewissen Gerechtigkeitsausgleich, aber die eigentliche soziale Sicherung der Individuen passiert in den Nationalstaaten. Und es war schon in den Nationalstaaten im 19. Jahrhundert so, dass die Menschen sich mit diesen Staaten, statt mit den einzelnen kleinen Königreichen oder Sachsen-Anhalt oder sonst was zu identifizieren, identifiziert haben in dem Moment, wo vom Nationalstaat die soziale Sicherheit ausging, mit Bismarck-Sozialgesetzen. Haben die Sozialdemokraten nicht so gemocht, aber von dem ging das aus. Und solange die Europäische Union wie eine undurchsichtige Institution wirkt, die uns lauter neue Probleme bringt, mit mehr globaler Konkurrenz, mit mehr kaltem Wind der Konkurrenz, aber eigentlich nicht mehr Sicherheit, identifizieren sich die Menschen nicht sehr gut mit ihr. Es kommt hinzu, dass in eben zur Zeit der Entstehung der Verträge, Maastricht-Vertrag und so weiter, wir wirklich eine Hochzeit der Deregulierung und dessen, was vielfach Marktradikalismus genannt wird, hatten, in dem gerade auch von Unternehmensseite und von entsprechenden Parteigängern die Tendenz bestand, also die Politik sollte möglichst zurückgedrängt werden, Marktentscheidungen wären besser. Deswegen auch Privatisierung in der Kommune und sonst was allem. Und in dieser Tendenz wurden die Nationalstaaten, Frankreich, Italien, Deutschland, die sich zur Zeit von de Gaulle und Konrad Adenauer als Nationalstaaten begegnet sind und wo die Menschen gelebt und so weiter haben, die wurden zu Standorten, die in Wettbewerb gegeneinander traten, weil Kapital ganz anders als früher über die Grenzen agieren konnte, also eine Deregulierung stattfand und nun die einzelnen Staaten angesichts auch einer sehr angewachsenen Arbeitslosigkeit, die unter Adenauer nicht bestand. Wir hatten dann plötzlich mehrere Millionen Arbeitslose. Ich erinnere mich, dass Fahrtmann, Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, mal warnte in Ende der 70er Jahre, es wird ganz furchtbar, wenn es in Deutschland 1 Million Arbeitslose gibt. Ja? Es wird ganz furchtbar, wenn es 1 Million Arbeitslose gibt. Inzwischen waren wir bei 4 Millionen angekommen oder 3,5. Und das ist eine ganz schwierige Konstellation. Und in dieser Situation buhlten natürlich die Staaten um Investitionen, damit sie Arbeitsplätze schaffen können, damit die Arbeitslosigkeit runtergeht. Und sie buhlten so, dass sie versuchten, die Kapitalinvestitionen für die Investoren so billig wie möglich zu machen. Möglichst niedrige Steuern, möglichst wenige Abgaben, womit sie sich ihre eigenen Mittel, staatlich zu agieren, aber auch wegnahmen. Und ich weiß als deutsch-polnische Beauftragte, natürlich haben die Polen ein Interesse gehabt, an ganz niedrigen Steuern gehabt, damit sie das Kapital dahin kriegen, überhaupt erst nach dem Fall der Mauer. Das ist ja verständlich. Und Schröder war sauer, dass die Polen so niedrige Steuern hatten. Irland auch. So. Inzwischen gibt es aber Vorschläge, wie man das machen kann, indem man so Korridore macht, entsprechend der Wirtschaftsentwicklung eines Landes. Man könnte daran gehen. Aber die Kommission wollte da lange nicht ran und der Ministerrat auch nicht. Ich glaube, in dem Moment, wo die EU nicht mehr einfach alle Länder gegeneinander hetzt,
wo dann auch noch diese ganzen nationalen Vorurteile wieder vorankommen. In dem Moment wird es besser. Aber wir haben ja auch zugleich positive Entwicklungen. Wenn ich sehe, gerade noch mal im deutsch-polnischen Verhältnis, wie viele Vorurteile doch gegenüber Polen abgebaut worden sind. Allein das Wort polnische Wirtschaft hatte in Deutschland eine weite Verbreitung und galt, sollte sagen, die Polen können nicht wirtschaften. Das würde man heute nicht mehr ohne weiteres sagen. Die können nämlich ziemlich gut wirtschaften und haben sehr viel Erfolg. Insofern gibt es auch gegenläufige Bewegungen und bis jetzt in der akuten Krise, ich will das jetzt nicht nachher sagen, vielleicht habe ich nachher nochmal Gelegenheit, da finde ich, dass die deutsche Bundesregierung fatal agiert. Gut. Einfach fatal. Dann kommen wir dann auch noch, Herr Albig, Oberbürgermeister von Kiel, HDW, ein wichtiger Betrieb, theoretisch formuliert, es gibt eine Beihilfe, die nach EU-Richtlinien nicht statthaft ist. Wie weit ist da für einen OB eigentlich noch ein kompetentes Regieren möglich, wenn dann tatsächlich sozusagen aus Brüssel bestimmt wird, wie nationale Politik zu geschehen hat? Naja, wenn Sie ehrlich sind, war dem OB, auch den in der Vergangenheit, aber auch dem gegenwärtigen, da ein kompetentes Regieren im Sinne von gegen eine solche Beihilfepolitik wende ich mich mit irgendwas, mit machtvollen Telefonaten oder sonst was, früher nicht möglich, ist auch heute nicht möglich. Übrigens auch so ein Punkt, wo man sagt, wie sehr machen wir eigentlich deutlich, wo unsere Grenzen sind, wie sehr zelebrieren wir Macht, die wir oft gar nicht haben. Das ist ganz interessant, wenn Sie gucken, was erwarten Menschen von Oberbürgermeistern. Sie erwarten von denen oft viel mehr, viel, viel mehr, als konstruktiv vorgegeben ist, was ein Oberbürgermeister, der Chef einer Verwaltung ist. Fühlen sich da unter Druck? Das ist durchaus etwas, was ein negativer Druck ist, weil die Leute sagen, wir wählen eine Person in einem Staat direkt, das sind die Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Oberbürgermeister. Die sind unser unmittelbarer Ansprechpartner für Politik und irgendwie erwarten wir von denen auch, dass sie in all diesen Bereichen Einfluss haben. Das heißt, im Kern bin ich das gar nicht. Ist das eine Enttäuschung für die Leute? Und natürlich will man nicht enttäuschen. Und deswegen stehen sie dann bei HDW und machen da Märsche und Kerzen und all so etwas. Ausdruck eher von Hilflosigkeit als von Tatkraft. Einen neuen Weg von Politik zu finden, sagt, wie kannst du als Oberbürgermeister im Vorfeld bei Thyssen darauf hinwirken, dass sagt, seid ihr in allen Geschäftsbereichen so aktiv, die unser Standort euch bietet. Wir haben ganz viele Gespräche geführt und gesagt, warum nutzt ihr nicht unsere Lage und versucht im Offshore-Bereich tätig zu sein. Da kann man, glaube ich, schon werben, das hat dann nicht mit Macht zu tun, sondern mehr mit Werbung. War hier nicht so erfolgreich, jetzt kommt ein neues Unternehmen. Das Erste, was die akquirieren, sind Umspannplattformen für Offshore-Anlagen und schon sind die Bücher bei denen voll. Hätten die vorher auch machen können, wäre wahrscheinlich ohne jede Beihilfeproblematik möglich gewesen, anders als bei manchen der großen Schiffe, die sie nicht mehr bei uns haben, wo die sie haben, sich beihilferechtlich wahrscheinlich auch nicht viel besser verhalten, aber das ist dann so. Das können sie, also Politik als werbende, jedenfalls diese lokale Politik als werbende Veranstaltung, als beratende Veranstaltung, als Netzwerk zu organisieren, das ist realer, glaube ich, für Landespolitik oft auch, realer als das, was wir oft vorgeben, was wir denn so sind und was Menschen dann oft enttäuscht zurücklässt. Wenn wir jetzt das Stichwort Netzwerk aufgreifen, Frau Schwan, dann kommen wir auf Partizipation und auch die Frage, wie weit kann wer, wie effektiv mit eingebunden werden. Es gibt ja in der Politik immer diese probate Formel, man muss die Leute mitnehmen. Kann man das wirklich heutzutage noch? Also wir haben vorhin in einem Gespräch mit Studenten haben wir ja das Beispiel der Wahl des Lübecker Bürgermeisters gesehen. Wahlbeteiligung 32%. Das ist schon deprimierend. Von Europawahlen will ich jetzt gar nicht mal sprechen. Also wie kann man die Menschen auch netzwerkartig mitnehmen? Das ist ja mit Transparenz alleine nicht getan. Ich denke, Menschen gehen zur Wahl, wenn sie den Eindruck haben, es steht was für sie auf dem Spiel. Positiv oder negativ.
wenn Sie den Eindruck gewinnen, dass mit der Wahl sich für Sie nicht viel entscheidet, ist es schwieriger. Zumal das, was, sagen wir mal, noch in den 50er, 60er Jahren gewirkt hat, dem Nationalsozialismus, dass wir eine Art Bürgerpflicht haben und dass der Staat von den Bürgern lebt und so weiter, jetzt nicht mehr das verbreitete Bewusstsein ist. Im Gegenteil, es ist ja eher die Idee gewesen, die Politik, die haben wir jetzt beauftragt, wir sind Kunden und wir gucken mal, was die uns liefert. Das war ja im Geschäftsmodell, in diesem Denken eigentlich nicht. Wir sind auch verantwortlich für das, was jetzt da geschieht. Also da ist ein Problem und ich denke nun aber, dass Bürgerinnen und Bürger dann sich sehr viel mehr für Politik interessieren und gegebenenfalls dann auch zur Wahl gehen, wenn sie in ihrem Nahbereich oder in dem Bereich, wo sie sich interessieren, das kann ja auch sein für Afrika oder so, wenn sie da die Chance haben, sich zunächst mal etwa mit Nichtregierungsorganisationen zu engagieren oder im Stadtviertel etwas zu regeln. Oder gegebenenfalls sogar auch bei einem großen Unternehmen etwas zu tun, aber da wird ja sehr schnell deutlich, dass eben Politik jetzt nicht plötzlich sich zur Wehr setzen kann gegen eine große europäische Gesetzgebung, dass sie allenfalls vorbeugend und vorsorgend etwas machen kann, wie das eben beschrieben worden ist. Und in dem Maße, wie dann Wählerinnen und Wähler oder Bürgerinnen und Bürger merken, ja, aber hier steht jetzt zur Debatte, ob ich jemanden habe, der sich da wirklich engagiert. Oder ob ich einfach jemanden habe, der das so ein bisschen laufen lässt oder für seine eigenen Interessen sorgt. Da wird wahrscheinlich auch die Wahlbeteiligung wieder größer sein. Aber man muss das im eigenen Erfahrungsbereich haben. Also ich denke, die Teilhabe, wo immer das ist, Politik findet ja nicht nur in diesen traditionellen Gremien statt. Die findet in der Schule statt, die findet sogar in der Familie statt, die findet im Unternehmen statt, die findet im Sportverein statt, überall, im Stadtviertel, im Wohnungsbauverein. Wenn man sich da engagiert und da etwas bewirkt, dann denke ich, wächst auch wieder das Interesse an Politik. Es wächst nicht, wenn sich Menschen einfach nur als hilflose Kunden verstehen. Hier in Kiel gibt es einen Jahrhundertspruch, der heißt, Kiel hat kein Geld, das weiß die Welt. Herr Albig, wissen Sie das auch? Und wo stoßen die jetzt von Frau Schwan eben geschilderten Bürgerinnen und Bürger, die in einem Netzwerk voll des guten Willens antreten, wo stoßen die an Grenzen, wo sie dann vielleicht auch ihre eigene Grenze bei der Vermittelbarkeit von gutem Regieren erreichen? Ja, faktisch stoßen sie eigentlich nirgendwo an Grenzen. Ökonomisch? Nein. Was ist Grenze? Also wenn Grenze wäre, dass nicht alles, was ich jetzt wünsche, morgen passiert. Also wenn Sie das als Grenze definieren, dann stoßen Sie natürlich ständig an Grenzen. Wenn, man darf noch Wünsche haben. Aber wenn wir sagen, wie artikulieren wir denn, wie diese Stadt und wie dieses Land in 10 Jahren aussehen sollen, dann gibt es keine erkennbare Grenze. Die liegt weder in der Schuldenbremse noch in irgendeiner sonstigen haushalterischen Restriktion. Die ist absolut grenzenfrei. Wir definieren das miteinander. Selbst eine solche Stadt, die einen Haushalt von über 750 Millionen Euro hat, kann auf ganz verschiedene Art und Weisen funktionieren. Und das zu beschreiben und miteinander nach den Wegen zu suchen, wie genau gehen wir denn mit solchen Budgets um? So ein Land hat 12 Milliarden Euro, wie gehen wir damit um? Was wollen wir, dass mit diesen 12 Milliarden Euro passiert? Da gibt es keine mir bekannte Grenze, die Menschen daran hindern könnte, darüber nachzudenken, was ist der richtige Weg, dieses für kluge Politik, für gesellschaftliche Veränderungen in die oder in die Richtung zu nutzen. Was wir auch zunehmend bemerken, was auch ich bemerke in meiner Politik, dass so ein Konsumgedanke sehr intensiv ist. Ich komme hoch zu einem bestimmten Thema und es muss jetzt sofort erledigt werden. Und wenn es nicht jetzt sofort erledigt oder jetzt sofort verhindert wird, dann ist es ein Zeichen von, entweder du beteiligst mich nicht oder ich interessiere dich nicht, du machst doofe Politik. Wenn das der Maßstab wäre, dann ist es schwierig. Dann zitieren Sie Max Weber und das Bohren der Partei. Ja, das kommt nicht so richtig gut an. Ich hatte neuest in der OB-Rolle Eltern bei mir mit Kindern, die für ihre Mensa geworben haben. Die sagen, wir in unserer Schule brauchen eine Mensa. Die haben recht, die brauchen eine Mensa. Gibt aber noch
ein Dutzend andere Schulen in Kiel, die das mit der gleichen Legitimation sagen können. Das habe ich dann versucht zu erklären, wie der Prozess geht, wann wer dran ist, wie wir das hinbekommen. Dann antwortete der Vater, der die Gruppe geführt hat, das sei ihm ziemlich egal. Er sei jetzt hier und in der Sprache seiner Kinder habe er mich identifiziert als den Bestimmer. Ein Oberbürgermeister sei ja wohl der Bestimmer und ich soll mal gefälligst bestimmen, dass seine Schule als erste, weil sie wären jetzt ja da und die anderen seien ja nicht da. Da jenseits der sehr, sehr motivierenden Kinder, die da waren, die übrigens sehr klug gesprochen haben, war diese Äußerung des Vaters eher auch für den Oberbürgermeister demotivierend, muss ich gestehen. Und kontraproduktiv wahrscheinlich. Aber der produziert seine Grenze selber. Ja, ja. Diese Grenze, wenn er sich darauf einlässt, wie kriegen wir den Prozess miteinander hin, dass am Ende überall Mensen sind und er seinen Erfolg nicht daraus misst, dass sie morgen da sein muss, dann haben wir keine Grenze oder aber jede Grenze der Welt. Bevor wir jetzt in Tränen ausbrechen über das Diktat, der Ökonomisierung in der Politik, wo sind aus wissenschaftlicher Sicht Grenzen, die man überschreiten kann oder die man so nicht wahrnehmen sollte, die man austarieren sollte? Beim Diktat der Ökonomisierung der Politik. Vielleicht noch ein Stichwort, wenn Sie gestatten, ja, können bitte. Sie ein bisschen noch denken. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja, ich merke es. Wir erleben das ja jetzt, sagen wir mal, Stichwort Rettungsschirm in der EU. Kein Mensch weiß, worum es da geht, wird aber durchgezogen. Am Parlament vorbei, selbst die eigenen Parteifreunde, in dem Fall der Regierungsparteien, reagieren teilweise allergisch gegen diese Art des politischen Make-of-Policy, wie man das so nennt. Ja. Das meine ich damit. Ja. Also wo das sind hier verstanden. Die Grenzen auch der Vermittelbarkeit oder der Austariertheit? In der Humboldt-Viadrina School of Governance, die ich leite, haben wir einen sogenannten Finanzmarkttrialog. Politik, organisierte Zivilgesellschaft, Unternehmenssektor plus Wissenschaft und Medien. Zum Thema Too Big to Fail, also zum Thema, wie gehen wir mit diesen Institutionen um, die so groß sind, dass wir sie nicht bankrott gehen lassen können. Und die, wenn sie dann ins Straucheln kommen, unsere Steuergelder alle nehmen. So. Und am Ende hatten wir eine Konferenz mit dem Titel, Ende Oktober, Monate vorher aber schon konzipiert, Finanzmärkte oder Politik, wer hat die Oberhand? Ich denke, bei solchen Entscheidungen handelt es sich letztlich nicht um spezialistische ökonomische Entscheidungen, sondern das sind politische Entscheidungen, um die es da geht. Ich will das mal erläutern. Wir denken immer, wenn da diese Riesenkonstruktionen mit dem Rettungsschirm und den, wie gesagt, Teilung der Banken, Vorhaltekapital und sowas, also dass das alles sozusagen rein technisch-ökonomische Sachen wären. Das sind ökonomische Hebel die ausgedacht werden, weil man meint, dass Menschen sich wahrscheinlich so oder so verhalten. Also es handelt sich immer auch darum, wie Menschen sich verhalten. Ich nehme jetzt die Frage, was machen wir mit den Finanzmärkten, die ein Land nach dem anderen gleichsam in Schwierigkeiten bringen, ganz vorsichtig ausgedrückt, weil die Zinsen steigen und steigen und sie wahrscheinlich durchaus eine Wirtschaft haben, die ganz in Ordnung ist, aber weil sie die Schulden refinanzieren müssen und die Zinsen werden immer höher, kommen sie immer mehr in die Schulden. Und auch andere Sachen sind vorher wichtig. Die ganze Frage ist seit Monaten, ist es möglich, dass jedes Land für sich diese Finanzmärkte irgendwie befriedigt? Oder geht das nur, wenn wir uns zusammentun? Das ist die politische Frage. Auch ökonomisch bedacht, weil man vergleichend sagen kann, die Märkte sind überall friedlich, wenn sie den Eindruck haben, sie kriegen das angelegte Geld wieder. Also Japan ist viel mehr verschuldet als alle unsere Länder und da macht die japanische Staatsbank, kann das durch Notendrucken absichern, dass sie das Geld, was sie angelegt haben, wiederbekommen, das ist kein Problem. Die USA machen dasselbe, England macht dasselbe. In Europa hat die Europäische Zentralbank dieses Recht nicht und die Bundesrepublik
sperrt sich massiv dagegen, dass sie dieses Recht bekommt, weil sie die Geldwertstabilität sichern soll. Aber dahinter steht, und das ist der Punkt der gegenwärtigen Bundesregierung, ich glaube ganz persönlich von Frau Merkel, ich glaube, dass Herr Schäuble da etwas anders denkt eigentlich, dass sie glaubt, in dem Moment, wo wir gemeinschaftlich haften und auch wenn wir dann so politische Sperren einsetzen, werden all diese Länder um uns herum verantwortungslos und dann zahlen nur noch wir. Das hat sie auch immer suggeriert in der Öffentlichkeit. So als ob das bei all diesen Ländern die gesammelte Verantwortungslosigkeit wäre. Und wenn wir jetzt politisch glauben, dass wir Solidarität nicht praktizieren dürfen, weil sie doch unterminiert wird durch Parasiten und durch Schmarotzer. Wenn das diese Grundposition ist, und das ist in meiner Sicht die Grundposition von Frau Merkel, das ist ihr entscheidender Grund, kein technisch-ökonomischer. Wenn wir das meinen, dann landen wir da, dass nur die Einzelstaaten jeweils sozusagen ihre Anleihen geben dürfen. Und ich sage voraus, auch nach natürlich schon Diskussionen mit Ökonomen, da keiner dieser Einzelstaaten für sich den Märkten genügen wird und sie einen Staat nach dem anderen in Frage stellen werden, dass irgendwann nur noch zwei Möglichkeiten bleiben. Entweder, dass die Europäische Zentralbank de facto doch haftet, indem sie zur Notenbankpresse wird, indem sie Geld druckt, wie die anderen Banken. Und dann merkt es keiner so, sondern sie macht das einfach. Oder indem das, was die Kommission jetzt will, verschiedene Versionen von sogenannten Eurobonds ausgegeben werden, das wäre auch ein solidarischer Umgang damit und dann nimmt dann alle möglichen, der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat ja dazu auch einen Vorschlag gemacht. Und die Entscheidung, um die es jetzt geht, ist, wagen wir es in Europa auch nach einem öffentlichen Willensbildungsprozess solidarisch zu handeln, einen großen Bondraum zu schaffen und damit diese Sache zu stoppen oder wagen wir es nicht? Das ist eine Wagnisfrage, weil man natürlich nicht absolut sicher sein kann. Und wer aber meint, dass Solidarität auf jeden Fall unterminiert wird, weil eigentlich Verantwortung nur geübt wird, wenn man sofort die Hände verhaut kriegt, wenn es schief läuft, ja? Wenn man sofort eins drauf kriegt. Das ist ein sehr pessimistisches Menschenbild. Deswegen habe ich mit der Kontrolle das am Anfang so betont. Mit diesem pessimistischen Menschenbild werden Sie Europa nicht retten. Und Sie werden daneben kommen. Wobei, Herr Albig, vielleicht dann auch von Ihnen ein aktuell bezogener tagespolitischer Kommentar. Frau Merkel ja nun rauf und runter läuft und sagt, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Sie sagt dann nicht noch, das ist alternativlos, aber sie denkt es sicherlich. Sie waren mal Stadtkämmerer hier in Kiel, Sie waren Sprecher des Bundesfinanzministers und Sie werden wahrscheinlich sehr viel auch mit Landesfinanzen in Zukunft zu tun zu haben. Wie weit ist vor dem Hintergrund auch der Föderalismusdiskussion, die wir jetzt haben, die auch auf einen anderen Finanzausgleich der Länder hinausläuft, wie weit ist da eigentlich gutes Regieren überhaupt nicht mehr möglich? Sie stellen Fragen. Darf man aber, ne? Der darf man, ja, darf man. Wir machen den Fehler, dass wir die Qualität unseres Handelns immer ableiten davon, wie unsere Finanzverfassung ist. Unsere Finanzverfassung, sowohl in Europa als auch in Deutschland, ist eine, die nicht mehr in die Zeit passt. Sie kommt aus einer Verteillogik, die tief im letzten Jahrhundert steckt. Das merken Sie deutlich, wenn Sie auf der letzten Ebene der Kommunen, jedenfalls in Deutschland, ankommen. Aber sie ist veränderbar. Unser eigentliches Problem ist, nach welcher Grundlogik von Politik wollen wir eigentlich diese Politik organisieren? Und da sind wir viel weiter weg, als davon eine vernünftige Finanzverfassung zu organisieren. Ich habe den Eindruck, dass wir uns nicht mehr trauen oder schon lange nicht getraut haben, in Deutschland zu beschreiben, welche Politiken sind uns eigentlich wichtig? Auf welcher Ebene sind sie uns wichtig? Und wie wollen wir das miteinander sicherstellen, dass wir sie auch verwirklichen können? Wir reden
von ganz oben nach ganz unten Politik, wir deklinieren sie durch, von Brüssel heute extrem wichtig, bis Kiel eigentlich völlig unwichtig. Tatsächlich nehmen Menschen, das hat vielleicht auch was damit zu tun, wie ihr Vertrauen zur Politik ist, natürlich ihr Leben genau andersherum war. Also jemand in Athen, genauso wie jemand in Kiel, erlebt, dass auf einmal sein Kindergarten, seine Bücherei, sein Schwimmbad nicht mehr funktioniert. Möglicherweise aufgrund einer Entscheidung, die ganz, ganz oben ist, aber sein Leben und die Art und Weise, wie er seine Gesellschaft bemisst, entscheiden sich im Wesentlichen nach Dingen, die er in seiner Realität, also vor Ort, erlebt. Das heißt Dominanz der Partikularinteressen. Dominanz der Realität. Das ist nicht dasselbe. Dominanz der Realität. Ich bin in meinem echten, realen Leben, gehe ich morgens auf eine Straße und ich möchte, dass die Straße keine Löcher hat. Ich gehe auf dieser Straße und bringe meine Kinder in einen Kindergarten, dann möchte ich, dass die Toiletten funktionieren und die Möbel in Ordnung sind. Und ich möchte, dass da junge Frauen und Männer sind, die gut ausgebildet sind und auf meine Kinder aufpassen. Und dann gehe ich so weiter und irgendwann komme ich vielleicht mal in einem Ort an, wo man sich um alte Menschen ordentlich kümmert. All das möchte ich. Dieses Miteinander zu definieren, das ist die eigentliche Aufgabe. Das ist viel spannender, übrigens aber viel schwieriger, als über Finanzverteilung zu reden. Wenn wir so weit wären, dass eine Gesellschaft da beginnt, sich zu definieren, sie auch da beginnt, die nächsten Politikebenen zu beurteilen, stellen die das eigentlich sicher, dann würden Wahlen oder Wahlprogramme auch ganz anders aussehen und dann würde sich relativ schnell auf Finanzverpassung an so eine Erwartung anhängen. Heute geht es genau andersherum und das, was übrig bleibt in einem Finanzverteilungssystem, das in Brüssel irgendwann mal beginnt oder in den Nationalstaaten, und irgendwelche Brosamen in einem kommunalen Finanzausgleich, den kein Mensch versteht, den kann ihn niemand erklären, vernünftigerweise, fördert Vertrauen jetzt auch nicht gerade, wenn Kämmerer oder Finanzminister, wenn sie ehrlich sind, sagen, sie haben nicht wirklich kein Verständnis dafür, wieso genau so viel Geld bei ihnen ankommt und nicht irgendeine andere Menge. Wenn wir dieses Miteinander drehen, vom Kopf auf die Füße stellen und sagen, wir wollen, dass unser Leben von unten nach oben durchorganisiert wird und dann auch so finanziell sichergestellt wird, dann ist bis zu dem Satz, dass Kommunen vernünftig ausgestattet werden, das ist dann hat eine andere Qualität als heute, wo ich als Bittsteller beim Land und das Land als Bittsteller beim Bund auftauchen muss. Sondern wir sagen, als Gesellschaft verstanden, die Menschen einer demokratischen Gesellschaft wollen, dass ihre demokratischen Strukturen, dazu gehört ihre Bildung, ihre Infrastruktur, dass die funktionieren. Wir wollen, dass das auch finanzpolitisch vernünftig abgebildet wird. Dann kriegen die eine völlig andere Bedeutung als die, die wir heute haben. Genauso wie wir es heute machen, müssen wir uns am Ende auch nicht wundern, wenn sie auf Lübeck zurückkommen, dass 30% glauben, das ist eigentlich ziemlich egal, weil was für eine Rolle spielt dieses kleine Kaff, in dem ich lebe, das irgendwie bin ich nur durchgereichte Empfänger. Andersherum, glaube ich, wollen die Menschen das und dafür muss Politik viel stärker werben wieder. In dem Zusammenhang ist natürlich unweigerlich Partizipation, Stuttgart 21 ein Thema, Frau Schwan. Auch vielleicht die Volksabstimmung, die sogenannte in Hamburg über die Schulreform, die dann tatsächlich bei einem Abstimmungsbeteiligung von 37% wieder einkassiert wurde. Gutes Regieren einfach torpediert wurde, sage ich jetzt einfach mal so. Das heißt, hier stellt sich jetzt die Frage, und ich habe in Ihren Veröffentlichungen dann doch hin und wieder eine sehr ambivalente Haltung zu Referenden und Volksabstimmungen gefunden. Sind Sie dafür, dagegen oder sind Sie für eine Mischform? Ich bin, ich mache einen Unterschied zwischen Volksentscheiden, die praktisch Gesetzeskraft oder Anordnungskraft dann haben, und Volksbegehren, und so weiter. Ich bin nicht prinzipiell gegen Volksentscheide, glaube aber, dass die nur ganz wenig und sorgsam angewandt werden sollen. Und zwar eigentlich nur auf zwei extremen Ebenen. In einer sehr überschaubaren Kommune, wo dann wirklich alle Beteiligten oder weitgehend alle Beteiligten einigermaßen repräsentativ dabei sein können und wo es auch nur eine Entscheidung sein darf, die jetzt nicht, sagen wir mal, den ganzen Haushalt für die nächsten 20 Jahre bindet. Denn wir müssen ja immer sehen, dass jede Entscheidung in einem Kontext zu sehen ist. Zeitlichen Kontext, systemischen Kontext, so. Also da in gewissen Bedenken, in Maßen.
Das Volksbegehren finde ich sehr wichtig, weil das Dinge thematisiert, ein Volksbegehren zum Beispiel, dass ein Parlament etwas zum Thema machen soll. Oder auch eine gewisse Priorität. Das ist keine Entscheidungsbefugnis. Keine Entscheidungsbefugnis. Was öffentliche Debatten anstößt, was Parlamente auch gleichsam verpflichtet, Dinge zu machen, die sie nicht, also zu behandeln, die sie nicht behandelt haben. Dafür bin ich, weil solche öffentlichen Debatten wichtig sind. Ich glaube allerdings, dass gleichsam der politische Mobilisierungsgehalt immer nur so vorübergehend ist, während der Partizipationsgehalt wichtiger ist. Ich bin dann zum Beispiel im Falle Griechenland, und das würde auch Deutschland betreffen, wenn die Europäische Union deutlich mehr Kompetenzen bekäme und damit sehr traditionelle demokratische Rechte wie Budgetrecht und sowas beschnitten würden, da meine ich, müsste auch ein Volksentscheid her, auch in Deutschland. Das hat es in Polen zum Beispiel gegeben, haben alle sehr gezittert, das stand in der Verfassung vor dem EU-Beitritt, und es hat großen positiven Erfolg gehabt, weil die Politiker, die da wollten, die polnischen, dass Polen zur EU kommt, sich mächtig ins Zeug gelegt haben. Und bis heute haben die Polen eine sehr positive Beziehung, da hat viel Willensbildung stattgefunden zur Europäischen Union. Und dazu vielleicht kurz noch der griechische Fall. Als Papandreou plötzlich sagte, er wolle sein Volk befragen, haben sowohl die Politiker um ihn herum und die Politikerinnen als auch natürlich die Wirtschaft gesagt, jetzt ist der verrückt geworden, der will sein Volk fragen. Und noch dazu hat er uns nichts vorher gesagt. Also, dass er nichts vorher gesagt hat, kann ich nur zu gut nachvollziehen. Wenn er sowas vorher gesagt hätte, dann soll man erst mal wissen, was da gerumpelt hätte. So. Die das mit aller Macht unterbunden haben und gesagt haben, wenn du das machst, kriegst du kein Geld. Das ist ja ein sehr großer Eingriff in die Macht eines oder in die Entscheidung eines Staatschefs, der hohe Schulden hat, aber der vor dem Problem steht, wie er eine ganz schwierige Politik durchsetzt. Das heißt, auch in der Bevölkerung die Legitimation dafür findet. Denn man kann nicht Politik durchsetzen, wenn die Bevölkerung einfach passiven Widerstand leistet oder nicht mitmacht. Das geht nicht. Und er hatte sich, so unterstelle ich es, überlegt, ich mache diese Volksabstimmung, sie ist in unserer Verfassung vorgesehen, denn eine Neuwahl bringt nicht mehr Legitimation in eine Entscheidung der griechischen Regierung, weil denen wieder keiner traut und wieder keiner glaubt. Während wenn gleichsam der Souverän zu einer Frage punktuell etwas sagt, die Chance besteht, aber da hätte er natürlich auch kämpfen müssen und das griechische Volk vor die Probleme stellen müssen, die sich stellen, raus aus allem oder Opfer. Das ist eine harte, dilematische Situation, die nicht am Premier liegt, sondern an der Wirklichkeit. Da hätte er die Chance gehabt, eine Legitimation zu bekommen und damit Ruhe im Karton zu haben. Jetzt wird es weitergehen mit Wahlkampf und Wahl, und die Konservativen sagen schon wieder, sie machen nichts. Es wird immer so weitergehen. Und ich glaube nicht, dass das Argument in Griechenland und in Italien soll man ein bisschen Geduld haben, dann werden die Märkte das schon merken und dann werden sie geringere Zinsen verlangen. Das ist Augenwischerei. Es gibt gar keinen Anlass zu meinen, dass das besser wird da. Also da ist sozusagen der Reflex, wie kann man jetzt plötzlich das Volk fragen, da ist gar kein Sinn gewesen für die unterschiedlichen Legitimationsebenen von Politik und dass Politik ohne Legitimation nichts machen kann. Frau Merkel hat im Moment, auch wenn 75% der Bevölkerung in Deutschland kein Vertrauen daran hat, dass die Politik das wirklich leiten kann, aber 85% haben auch kein Vertrauen, dass die Experten es können, also 10% mehr sogar noch. Aber Frau Merkel hat keinen Aufstand zu erwarten, weil es den Deutschen gut geht und weil es keine Einschnitte gibt und sonst was alles. Wenn das bei uns jetzt ganz anders wäre und wenn plötzlich der Export einbräche, weil es in Europa eine Rezession gibt, sind alles keine völlig verrückten Szenarien, die ich da sage, dann würde die Sache plötzlich auch für Frau Merkel sehr anders aussehen. Und dann müsste sie sich plötzlich fragen, wie kriege ich denn eine Politik durchgesetzt, die beim Volk nicht akzeptiert wird. Und das, finde ich, zeigt, dass man die Sache mit den Volksabstimmungen im Zusammenhang sehen muss mit der Ebene, mit den Fragen, die zur Debatte stehen, mit der Legitimation und auch mit dem Funktionieren des Systems. Sie können nicht in Deutschland dauernd Volksabstimmungen machen, das würde keine Kohärenz bringen. Aber in solchen exzeptionellen Sachen, außergewöhnlichen Entscheidungen schon. Herr Halbig,
auch wenn das wieder so eine Frage ist. Es ist die letzte, bevor wir dann auch zur Partizipation des Plenums kommen sollten. Es geht ein Gespenst in Europa um, das heißt Wutbürger. Ich habe mit einem Franzosen begonnen und möchte diesen Teil der Diskussion auch mit einem Franzosen beenden, das aber mit einer Frage verbinden. Stéphane Hessel, ein französischer Soziologe, inzwischen 93 Jahre alt, im KZ Buchenwald gewesen, auch geflüchtet, hat eine Broschüre geschrieben, gar nicht groß und dick, unter dem Titel Empört euch. Und zwar all das angemahnt, was im Augenblick an den Völkern, am Volk vorbei, auch im Sinne seiner Tradition aus der französischen Resistance praktiziert wird. Wie stehen Sie vor diesem Hintergrund zu tatsächlich dieser Volksbefragung, den Referenten, um vielleicht dann auch den Wutbürger irgendwann mal wieder wegsperren zu können? Ich habe gar kein Interesse, den Wutbürger wegzusperren. Ich möchte ihn aber gerne in eine Mitverantwortung für die Erkämpfung und Legitimation von Entscheidungen bringen. Wenn wir uns darauf gemeinsam einlassen, dass es nicht nur eine Ablehnbeteiligung gegen jede beliebige Entscheidung geben kann, sondern dass wir miteinander schon einen Grundkonsens haben wollen, dass wir positiv diese Gesellschaft entwickeln. Und zu dem Grundkonsens muss gehören, dass es Entscheidungen gibt, die nicht allen gleich gefallen können. Das ist ausgeschlossen, dass das passiert. Und so einen Prozess wollen wir organisieren. Also nehmen wir mal an, etwas, was wir alle toll finden, die Förderung der regenerativen Energien. Wir finden Windenergie ganz gut, jedenfalls solange wir davon abstrakt hören. Wenn die Geräte, mit denen man Windenergie herstellt, irgendwie bei uns im Örtchen auftauchen, finden wir schon nicht mehr ganz so toll. Wenn sie in Windparks auftauchen, beginnen wir Initiativen dagegen zu gründen. Und wenn wir auch noch die Strommasten aufstellen, um die damit gewonnene Energie nach Baden-Württemberg zu bringen, dann ketten wir uns an die Dinge an. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber es gibt die gleichen Initiativen wie gegen AKWs, gibt es mittlerweile in Brandenburg ganz intensiv gegen Windenergie. So, jetzt kann es sein, dass die da falsch geplant haben. Jetzt kann es sein, dass die sich nicht ordentlich beteiligt haben, dass die Partizipation nicht vernünftig war. Aber am Ende steht in irgendeinem Garten, an irgendeiner Ecke ein Mast und möglicherweise ist es auch objektiv nicht verhinderbar, dass der irgendwie strahlt. Aber diese Gesellschaft braucht das, um Energie zu transportieren. Da sind wir noch nicht wirklich stark, auch auf der Seite, nennen wir sie mal der Wutbürger, sich einzulassen auf die Konsenssuche. Ich glaube, die Erwartung, und daher kommt viel des Wutbürgertums, und deswegen ist es auch schwer angreifbar, dass so etwas wie Stuttgart einfach nur die technokratische, der Wille, eine technokratische Entscheidung von vor 20 Jahren jetzt durchzusetzen, ohne sie noch einmal in Frage zu stellen, ohne auf neue Umstände einzugehen, ohne ein Wegfall von Geschäftsgrundlage überhaupt zu thematisieren, dass da berechtigt man anfängt zu sagen, wie kann das sein? Von uns Bürgern erwartet ihr permanent, dass wir uns verändern, dass wir neu lernen, dass wir unsere Lebensumstände an Realitäten anpassen. Aber ihr, die ihr uns als Experten oder als Politik begegnen, kommt mit uralten Planungen und seid nicht in der Lage, sie zu revidieren. Da war Stuttgart dann auch ein selten dämliches Beispiel von Politik oder aber von technokratischer Elite, um das durchzuzelebrieren. Aber es kann ja Fälle geben, wo Bahnhöfe objektiv für die Gesellschaft von Bedeutung sind. Und auch die werden gebaut und möglicherweise unter oder über die Erde. Und sie mehren den Wert einer Gesellschaft, wenn sie kommen, weil sie für ganz viele Menschen Zeitersparnisse erbringen und diese Gesellschaft stärker wird dadurch. Was mache ich mit den Leuten, den 10.000, deren Stadt hässlicher wird? Diese Debatte zu führen und sagen, ja, meine Partizipation beweist sich nicht in ihrer Qualität dadurch, dass ihr 10.000 alle glücklich seid, sondern dass ihr 10.000, wenn ihr denn ehrlich seid, sagt, er hat alle Argumente ausgetauscht,
Er hat alle unsere Argumente aufgenommen und er hat sich hingestellt und erklärt, warum er unseren Argumenten nicht folgt. Und wir können akzeptieren, dass das nicht einfach nur so ein politischer Machtgestus war, sondern er folgt einer anderen Erkenntnis, die genauso stark ist wie unsere. Und dann können wir diesen Konsens mittragen. Dann freuen wir uns nicht über dieses Bauwerk, aber wir können es mittragen, weil es in einem Prozess entstanden ist, den wir als demokratischen Entscheidungsfindungsprozess akzeptieren können. Wenn das sich einmal etabliert, wenn es uns gelingt, so etwas zu erreichen, und wir brauchen es für große Infrastrukturprojekte der Zukunft, glaube ich, ganz dringend, und das werden wir nicht durch das tausendste Mediationsverfahren über die Art und Weise, wie geht ein Hochspannungsmast oder wie geht er nicht, aushebeln können, sondern werden wir uns in der Gesellschaft auf eine solche Plattform verständigen können, dass das die Qualität von Partizipation ist, also beide Seiten was beitragen müssen, dann habe ich keine Angst vor Wutbürgern. Wenn uns das nicht gelingt, dann droht uns der Stillstand jeglicher Entwicklung. Vielen Dank. Tja, wie angekündigt, vielen Dank Frau Schwan, vielen Dank Herr Albig für diese ausführlichen und wirklich interessanten Äußerungen, die wir hier von Ihnen hören konnten. Jetzt sind Sie dran, Stichwort Partizipation. Sie haben die Chance, mit Wut oder ohne, vielleicht noch die eine oder andere offen gebliebene Frage hier zu stellen. Wobei ich Sie bitten würde, auch durchaus mal Ihren persönlichen Zusammenhang stichwortartig kurz darzustellen und sich möglicherweise zurückzuhalten mit langatmigen Statements. Gibt es ein Saalmikrofon? Ja, wunderbar. So, dann darf ich um Wortmeldungen bitten. Ich hoffe, dass ich Sie sehe zunächst mal ganz dicht am Saalmikrofon. Das ist Ihr Standortvorteil oder Ihr Sitzortvorteil. Bitte sehr. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Eike Lengemann. Ich studiere seit kurzem VWL hier in Kiel. Und seit einer Woche haben wir jetzt ja in Griechenland und Italien sogenannte Regierungen von Experten. Und da würde mich einerseits von Frau Schwan die theoretische Einordnung von der Einbeziehung von Experten ins Regieren interessieren und andererseits von Herrn Albig auch konkret, ob er sich nach dem Fall Paul Kirchhoff noch vorstellen kann, solche Experten in Schattenkabinette aufzunehmen. Danke. Frau Schwan. Ich halte es für eine Verirrung anzunehmen, dass Experten demokratische Entscheidungsprozesse ersetzen können. Natürlich ist es gut, wenn demokratische Politikerinnen und Politiker oder eben auch politisch Agierende als politisch Agierende sich beraten lassen von allen möglichen Experten, am besten öffentlich, damit alle daran teilhaben können. Aber die Idee, den Streit dadurch auszuschalten und die Bevölkerung stillzukriegen, dass man Experten daran setzt, die natürlich auch nicht lauter Frauen ohne Unterleib sind. Das sind alles Personen, die auch ihre Interessen haben und die auch ihre Sicht haben, zumindest ihre Perspektiven. Also anzunehmen, dass man den politischen Prozess ausschalten sollte, halte ich für naiv, halte ich für falsch. Und ich glaube auch, es ist eine falsche Analyse dessen, warum das schiefgegangen ist. Es ist ja in Italien nicht nur wegen der Person Berlusconi schiefgegangen. Hat sich ja so lange halten können, weil auch in der italienischen Gesellschaft einiges ein bisschen schiefgegangen ist. Sonst wird der doch nicht immer wieder gewählt. Also da ist doch nur durch die Medien beeinflusst und so weiter. Also kurz und gut, die Idee, am besten schaffen wir mal die Politik und die Demokratie ab und stattdessen schicken wir Experten dahin, ist immer wieder eine Versuchung, immer wieder dasselbe. Und ich glaube nicht, dass sie funktioniert. Und meistens irren die sich ja auch mit ihren Prognosen. Ja. Herr Albig. Dem kann man wirklich nur zustimmen. Es ist eine absolute, um das Wort nochmal zu nehmen, Verirrung, zu glauben, dass die Menschen, die Politik als Politiker machen, irgendwie sich durch ihre Schlichtheit und Dummheit auszeichnen. Während an den Hochschulen Menschen sind, die ich nur fragen muss und schon funktioniert alles. Die Experten für Politik, die nennen wir in unserer Gesellschaft Politiker oder Politikerinnen. Die mögen ihre Fehler haben, aber die sind nicht kleiner, jedenfalls systemisch nicht kleiner oder nicht größer als die dieser Experten. Ich musste lachen, als Monty gesagt hat, selbst er würde in dem anstehenden Vierteljahr wohl nicht alle italienischen Probleme lösen. Da mag er recht haben, glaube ich. Aber der Monti ist eigentlich ein sehr bescheidener und realistischer Mann. Sehr bescheidener und durchaus auch ein Politiker.
und jetzt nicht nur Expert, das zeigt, dass es auch dann fließend ist, wann man denn eigentlich was ist. Aber dahinter steckt so ein bisschen dieses Gefühl, naja, komm, jetzt lass mal die doofen Politiker weg und dann kriegen wir, indem wir ganz schnell entscheiden, dass dieses Land geregelt. Dieses Land hat Berlusconi 4-mal wiedergewählt, 5-mal wiedergewählt. Ganz offensichtlich liegen die italienischen Probleme nicht nur an den Politikern, sondern in einer Gesellschaft, die sich in eine Richtung entwickelt hat, an der sie jetzt selber leidet. Das erleben wir bei uns. Auch unsere Wahlverhalten sind nicht ganz konsistent. Wenn wir mal umfragen, was sie von Bildung halten und wenn wir mal umfragen in dem gleichen Kreis, was sie von Steuersenkung halten. Das, wenn wir das in geheimen Abstimmungen machen, wird das nicht ganz zusammenpassen, wie sehr wir möchten, dass Bildung in dieser Gesellschaft sich entwickelt und wie sehr wir unseren eigenen Steuertarif doch als so belastend empfinden, dass wir kaum noch gerade gehen können vor Schmerz. In Deutschland haben wir ein merkwürdiges Auseinanderprallen. Wir sind alle Experten unseres Lebens, alle Experten dessen, was wir jeden Tag wahrnehmen in unseren Schulen und trotzdem wählen wir Parteien, die uns, und zwar gar nicht so niedrig gewählt, die uns andere Steuertarife versprechen. Experten haben in jeder Regierung, wenn sie denn auch was von Politik verstehen, wenn sie auch was von Prozessen verstehen, wenn sie auch was von der Organisation von Mehrheiten verstehen, immer einen guten Platz. Wenn sie glauben, sie machen einen Artikel in einer Fachzeitschrift und die ganze Welt folgt ihnen, dann sind sie erkennbar keine Experten. Ich glaube, es war noch der konkrete Name Kirchhoff genannt. Ich denke, ja, der wird in meinem Kabinett jedenfalls nicht sein, nein. Okay. Dann war hier vorne in der zweiten oder dritten Reihe eine Wortmeldung, oder hat die sich erledigt? Erste sogar, okay. Ja, man sieht das schlecht mit den Scheinen. Ja, mein Name ist Knüpp, ich komme aus einem großen Wohnungsunternehmen in Schleswig-Holstein, interessiere mich sehr für Beteiligungsmodelle. Ihre gesellschaftspolitische Analyse ist sicher sehr zutreffend. Die Frage, weil ich kein Politiker bin, ist einfach die, lässt Politik überhaupt Raum, solche Beteiligungsmodelle anderer Art, die ja sehr viel mehr auf Dialog ausgerichtet sind, mit Leuten, die eigentlich am Dialog so in den Kästchen, die wir ihnen geben, nicht teilnehmen, hat man als Politiker da Chance, das verlangt ja langen Atem, ist ja ein Prozess, die Zivilgesellschaft, kann man das organisieren? Frage an beide? An beide, ja. Okay. Frau Schwan? Ja, aber genau das, die Kürze der Legislaturperioden, die sein muss. Wir wollen ja nicht, dass sie uns 10 Jahre auf der Pelle sitzen, die Politikerinnen und Politiker. Wir wollen das ja kontrollieren können. Aber sie hat zugleich den Nachteil, dass eben langfristige Politik dann schwierig ist. Und deswegen plädiere ich so dafür, aus der Gesellschaft heraus durch verschiedene Akteursgruppen längerfristige Politiken vorzubereiten, sodass Politik dann auch sowas aufnehmen kann. Ich sehe keinen anderen systemisch vernünftigen Weg. Nur wenn Gruppen oder auch Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, was auch immer, die solche Partizipationsformen gerne haben, längerfristig sich engagieren und arbeiten, kann Politik sowas ja aufnehmen. Sie kann es nicht von sich aus organisieren, sehr häufig jedenfalls nicht, weil sie eben nicht die Expertise hat und weil sie auch nicht den langen Atem hat. Das ist besonders dramatisch bei der Bildungspolitik. Denn das muss eigentlich eine öffentliche Aufgabe sein. Da kann es auch Schulen geben, freie Schulen und Bürgerinitiativen und sonst was, alles klar. Aber ich denke, es muss da auch eine langfristige öffentliche Verantwortung für Bildung sein, weil das keine Ware ist, sondern ein öffentliches Gut. Und da ist es besonders schwierig, diese Geduld zu haben. Aber das, was Sie sagen, zeigt einfach, wie notwendig es ist, dass aus der Gesellschaft heraus, jenseits von Parteien und Legislaturperioden, sowas vorbereitet wird. Herr Albig? Wenn wir es richtig machen, Herr Knüpp, dann hat es ja auch mit den Inhalten der Politik jedenfalls insofern nichts zu tun, als dass sie Partizipation sowohl mit einem Modell für Gymnasien als auch mit einem Modell für Gemeinschaftsschulen fahren können. Wenn sie aber etabliert haben, eine Kultur von Teilhabe, dann ist sie für jede Politik, die kommt, als verbindliche Plattform geeignet. Und dann gibt sie wieder
glaube ich, eine starke Möglichkeit von Rückkopplung auch in Bürgerschaft. Die damit anfangen, die haben es nicht ganz einfach, da teile ich ihre Skepsis. A, kann es so wirken, als wäre ich entscheidungsschwach, wenn ich sage, ich gebe einen Teil in die Diskussion. Ich gehe also nicht in die Klausur und sage, habe ich entschieden, lese in der Zeitung, sondern ich will das mit Ihnen im Diskurs erarbeiten, um am Ende in einem solchen Abwägungsprozess auch zu entscheiden, aber es dauert länger. Das kann mir als Schwäche ausgelegt werden. Ich selber, auch in meiner Peer Group, bin vielleicht nicht mehr ganz so mächtig, wie man früher gewesen sein muss als Politiker. Also muss in meinem eigenen Laden rechtfertigen. Bist du eigentlich noch, hast du das noch so in der Hand? Bist du noch so machtvoll? Bist du jetzt irgendwie Politiker minderer Qualität? Das ist etwas, was man überwinden muss. Aber ich glaube, wenn es uns nicht gelingt, dieses zu organisieren, eine solche, wie ich vorhin beschrieben habe, so positive Beteiligungskultur, wenn wir darauf setzen, dass das Wegbrechen von Interesse an Politik keine Rolle spielt für die Qualität einer Demokratie, dann glaube ich, werden wir uns sehr, sehr irren. Und das, was wir dann haben in 10, 15 oder 20 Jahren, das ist eine Gesellschaft, die ich so nicht will. Und deswegen müssen wir jetzt, und wir haben lang genug gewartet, diesen Weg beginnen. Ob er erfolgreich sein will, hängt mehr von Ihnen als von mir ab, weil es etwas ist, was in der Gesellschaft dann auch getragen werden muss. Aber ich halte diesen Weg für den Erfolgversprecherinnen als den, machtvolle Politik zu inszenieren, die letztendlich nur ihre Machtlosigkeit versucht zu kaschieren. Vielen Dank. Da die Wortmeldung. Ja, guten Tag, ich bin Sebastian Kortz. Ich bin Anwohner in der Feldstraße hier in Kiel und ich spreche auch für Nachbarn und Anwohner der Feldstraße. Und wir hören hier eine sehr interessante Debatte zu, auch zum Thema Integration von Bürgern, Aufnehmen von unten, Politik von unten aufnehmen können und so weiter. Und es ist für uns sehr ernüchternd, was wir im letzten Jahr hier erleben durften in der Stadt Kiel. Sie sind Oberbürgermeister, der Herr Todeskino als Bürgermeister spricht in Ihrem Namen mit. Und Sie reden davon, dass Sie Argumente austauschen wollen, auch wenn Sie dann unter Umständen zu anderen oder durchaus zur selben, wie auch immer, Entscheidung dann kommen. Wir müssen leider die Erfahrung sammeln, Erfahrung machen, dass sie gar keine Argumente überhaupt hören wollen. Also da fängt es ja schon an zwischen Bürger und Politik. Wir haben einige Briefe geschrieben, die nicht beantwortet wurden von Ihnen, Herrn Albig. Der letzte Brief, den wir geschrieben haben, wurde von Herrn Todeskino in Ihrem Namen mit beantwortet, mit dem Schlusssatz, ein weiterer Schriftwechsel wird nicht für erforderlich gehalten. Wir haben Sachargumente gebracht. Auf diese Sachargumente wird nicht eingegangen. Das ist sehr frustrierend für Bürger. Können Sie vielleicht ganz kurz noch für alle hier sagen, worum es genau geht? Es geht um einen Ausbau der Feldstraße. Soll das denn? Also so ist Partizipation nun wirklich nicht gemeint. Wissen Sie, die Probleme, die wir miteinander haben, wenn wir Diskussionen führen, ist, in der Tat haben wir unterschiedliche Auffassungen. Und in der Tat kann es Positionen geben, dass diese unterschiedlichen Auffassungen nicht zur Deckung kommen. Ich glaube schon, dass meine Fachverwaltung in dem Fall ihre Argumente sehr intensiv hört.
wir teilen diese Argumente nicht, aber wir haben sie alle wahrgenommen und wir haben sie einbezogen in die Frage, wie geht es mit dieser Straße konkret weiter. Ich habe dafür keine finale, auf Sie zufriedenstellende Antwort. Wie kriege ich das hin, dass ich glaube, dass eine solche Straße eine Form von Ausbau braucht, um Stadtentwicklung weiter möglich zu machen? Und wie füge ich Sie so ein, dass Sie sagen, Sie fühlen sich mit allen Ihren Interessen nicht nur gehört, sondern auch so wahrgenommen, dass das getan wird, was Sie wollen? Wir widersprechen uns da, weil mein Ausbau oder der Ausbau, den die Stadt will, etwas ist, was Sie nicht wollen. Sie wollen, dass die Vorgärten nicht genutzt werden können, Sie möchten sie behalten. Das kann ich gut verstehen. Das kann ich extrem gut verstehen. Aber ich glaube, dass die Argumente, die für den Ausbau sprechen, bedeutender sind als Ihre Argumente. Nicht, weil ich Ihre Argumente nicht höre, weil ich Ihre Argumente missachte, sondern in der Abwägung für das, was für die Gesamtstadt von Bedeutung ist, ich zu der Entscheidung komme und die Politik mir dabei auch folgt. Ich habe das abgewogen. Aber das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Es wird immer Punkte geben, wo wir miteinander in so einem Streit sind. Und wie können wir uns überzeugen, dass wir gegenseitig uns gehört haben, dass wir gegenseitig uns wahrgenommen haben, dass wir gegenseitig uns respektiert haben. Und diesen Respekt zu erarbeiten, der kann nicht allein darin liegen, dass Sie sagen, Sie sind immer nur dann zufrieden, wenn ich genau das tue, was Sie wollen. Weil ganz viele nutzen diese Straße, ganz viele nutzen sie immer stärker, diese Straße. Ich habe eine ähnliche Debatte jetzt bei Möbelkraft. Und man sagt, wie natürlich kenne ich die Interessen da auch der Kleingärtner. Natürlich versuche ich sie einzubinden. Aber es gibt auch ganz viele Menschen in der Stadt, die Arbeit suchen und für die ich händeringend neue Arbeitsplätze schaffen möchte, die sich nicht beteiligen an der Debatte. Und das in einen Einklang zu bringen, das ist ein sehr komplizierter Prozess und ich akzeptiere, dass Sie sagen, Sie sind damit nicht einverstanden, aber ich glaube, Sie können nicht sagen, dass wir die Argumente nicht hören, sondern wir wollen sie hören, wir werden sie auch auf Landesebene hören, aber es wird immer wieder solche Gelegenheiten geben, hoffentlich mit anderer Art Kuchen dann zu sich zu nehmen. Bevor Sie jetzt eine Zusatzfrage stellen, würde ich erstens Herrn Albig Gelegenheit geben, erstmal diesen Schmutz da vom Anzug befreien zu können. Und zum anderen auch fairerweise fragen, ob noch andere zu Wort kommen möchten. Sonst können Sie gerne Ihre Zusatzfrage gleich stellen. Das ist im Moment offensichtlich... Doch, da hinten links. Ja, man ist hier geblendet durch die Scheinwerfer. Hier, da im Innengang. Hinten links und dann am Fenster nochmal, ja. Ja, Wolfgang Vogel. Wir haben ja gerade eben ja, ich sag mal, ein Beispiel einer Streitkultur erlebt, die mit Sicherheit nichts mit Kultur zu tun hat. Also, ich finde das total, also ich sag mal, für mich schon, das macht mich betroffen, wenn wir in einer solchen Art und Weise miteinander umgehen, was Thorsten Albig und Gesine Schwan heute Abend an Ideen entwickelt haben, wie Partizipation, also die Kreativität, das intellektuelle und soziale Kapital, also unserer Gesellschaft mit einbezogen werden kann, das erreichen wir mit Sicherheit nicht auf diese Weise. Das sind alles Modelle, die wir in der Vergangenheit praktiziert haben, die uns kein Stück weitergebracht haben. Und ich wollte eigentlich fragen, das war mein Grund, weswegen ich mich auch gemeldet habe, wir haben ja ein schönes Bild der Zukunft mal gestaltet bekommen, vor 20 Jahren, also nächstes Jahr jetzt sehe ich Rio, wo wir die nachhaltige Entwicklung, das Prinzip der Nachhaltigkeit weltweit mal in Politiken übertragen wollten und wir sind jetzt 20 Jahre danach und müssen nächstes Jahr bilanzieren. Und meine Frage an das Podium ist, also wie weit meinen Sie oder meint ihr, sind wir eigentlich von der Verwirklichung dieser Nachhaltigkeit entfernt, die Einzelpolitiken nicht mal als Einzelpolitiken betrachtet, sondern in das Gesamtbild eine Nachhaltigkeit einbezieht. Und das ist ein Bild, glaube ich, was wir dringend auch für die Zukunft gemeinsam entwickeln und entwerfen müssen, damit wir überhaupt eine Chance haben, Zukunftsaufgaben zu gestalten. Also Frage, kann es gelingen und wie weit sind wir davon weg? Ja, ich kriege gerade den Vorschlag einer in diesem
sind eine sehr erfahrene Dame. Wir sollten mal die Wortmeldung sammeln, dem komme ich gern nach. Dann zunächst am Fenster, da Sie hatten sich gemeldet. Haben Sie ein Mikro schon? Nee, hinten am Fenster, vor dem Vorhang. Ja. Und dann war hier noch irgendwo. Ja, mein Name ist Gerhard Breitkreuz. Ich komme so ein bisschen aus dem politischen Geschehen. Ich war viele Jahre Ortsbeiratsvorsitzender gewesen, aber das soll jetzt nicht die Antwort sein. Wir können nachher auch mal über die Feldstraße dann nochmal konkret miteinander reden. Was mir aufgefallen ist, ist mir die politische Ebene. Es sind zwei Punkte mir eingefallen, oder genauer gesagt ist mir Niklas Luhmann dann doch auch eingefallen, indem er ja mal gesagt hat, Vertrauen ist die Reduktion von Komplexität, in dem Falle eben von politischer Komplexität. Und ich glaube, dass diese Diskussionen, die jetzt von beiden Diskutanten geführt worden sind, genau an dieser Problematik eigentlich sehr schön gearbeitet hat. Und auf der einen Seite haben wir dann sozusagen gesehen, dass diese Komplexitätsebene ja nur sehr bedingt, natürlich mit fachlicher Kompetenz, aber nur sehr bedingt reduzierbar ist von der Seite sozusagen der politischen Fachexperten ausgehend. Und auf der anderen Seite ist etwas das, was wir jetzt hier in Lebendigkeit eben auch gespürt haben, in der Frage sozusagen des Community-Ansatzes, um das mal so zu beschreiben, oder Partizipationsansatzes auch erlebt worden, dass wir vielleicht manchmal nicht ausreichend genug die Reaktionen der Bevölkerung genommen haben in diesen kleineren Bereichen. Das heißt, diese Vermittlungsebene zwischen diesen beiden Ebenen, Komplexität zu reduzieren, so zu reduzieren, dass es nicht falsch wird, aber trotzdem Vertrauen existiert, und dass umgekehrt es möglich ist, in dieser kleinen Ebene eine mittlere Ebene zu schaffen. Ich glaube, das wäre die richtige Annäherung dieser beiden politischen Positionen. Insofern finde ich, das, was beide gesagt haben, das auch durchaus verbindet. Und das könnte eigentlich auch eine neue politische Kultur sein. Aber ich glaube, mit beiden Ebenen wird es möglich sein, vielleicht auch dort mehr ranzugehen. Also das sozusagen auf der unteren Ebene dann auch mal vielleicht auch richtig auszudiskutieren mit der Feldstraße. Ja, schönen Dank. Und dann noch dort eine Wortmeldung. Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Ist jetzt last order. Ja, das ist jetzt aber die versammelte Feldstraße. Kann das sein? Nein? Okay, dann bitte. Ja, ne? Ja, bitte, die drei da, die Damen. Ja. Übrigens ganz kurz nur als Pausenunterbrecher, das war ganz interessant, was Sie gefragt haben. Das ist nämlich die Entwicklung von Elinor Ostrom. Die Elinor Ostrom ist eine Österreicherin, erste Nobelpreisträgerin der Wirtschaftswissenschaften, die unter dem Stichwort Allmende genau dieses Modell entwickelt hat. Also Partizipation auf unterster Ebene, wenig Staat und wenig Markt. Ist schon interessant, aber ob man dahin kommt, das ist sehr, sehr fraglich. Bitte schön. Ja, also erstmal, Herr Albig, Sie haben das eben richtig cool gelöst. Sie haben den Kuchen sogar noch gegessen. Ich bin selber am Zittern, weil ich mit dieser Destruktivität hier gar nicht klarkomme. Ich bin Studentin, ich bin 21, ich campe zurzeit im Bankendreieck. Und ich finde es ganz erstaunlich, dass die Finanzkrise immer als so wahnsinnig kompliziert dargestellt wird. Weil, wie mein Vorredner schon sagte, von der Komplexität zur Einfachheit, das ist alles gar nicht so kompliziert. Man muss nur tief genug gucken, dann versteht man sie. Und ich bin wirklich schockiert, dass Politiker ganz häufig, habe ich den Eindruck, gar nicht wissen, wie Kreditgeldschöpfung funktioniert. Weil dann ist klar, dass auch ein Euro-Rettungsfonds und so weiter uns nur wieder zeitlich irgendwie ein bisschen retten kann, aber nicht auf Dauer. Das System ist konstruiert, um zu kollabieren. Und wenn man das ganzheitlich sieht, dann weiß man auch, dass Möbelkraft vielleicht nicht so wahnsinnig toll ist, weil das auch letztendlich gibt es ganz andere Maßstäbe, an denen wir uns orientieren müssen. Und ich würde Sie einladen, einfach vielleicht mal im Camp vorbeizukommen und da mit uns zu diskutieren. Ich lade Sie jetzt ein als Privatperson, nicht als Occupy, weil sonst wäre das hier verboten, was ich mache. Und ich finde das auch ganz toll, dass hier ganz viel von Konsens geredet worden ist. Aber an der Stelle, ja, muss man sich doch wirklich fragen, ob vielleicht Demokratie gar nicht die richtige Staatsform ist. Weil bei Demokratie wollen wir immer, also es ist ja letztendlich eine Mehrheitsentscheidung und keine Konsensentscheidung. Und ich glaube, dass Konsensentscheidungen durchaus auch funktionieren können. Dann hätten wir auch das Problem mit der Beteiligung nicht mehr, weil dann jeder erkennen würde, dass er ein genauso wichtiges Zahnrad ist wie jeder andere. Und würde was tun. Und das, was hier gerade passiert ist mit dem Kuchen, ich bin völlig schockiert. Also wirklich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Aber das ist ja wieder ganz typisch von,
wir schieben die Verantwortung einfach auf die nächste höhere Ebene der Hierarchie. Und Hierarchien wird es in der Demokratie immer geben, weil die Mehrheit einfach überzeugen will und es mit der Mehrheit auch durchboxen kann. Und durchboxen ist vielleicht nicht eine destruktive Art und Weise des Umgangs miteinander. Vielen Dank. Noch zwei Wortmeldungen. Hinter Ihnen, ja. Ja, ich heiße auch Thorsten Lehmann. Ich bin nicht bürgerliches Mitglied im Schul- und Sportausschuss und ich spreche Sie an über die Schulsozialarbeit. Also ich nehme das nicht weiterhin, dass da immer nur gekürzt wird, dass wir keine neuen Stellen bekommen, höchstens ein oder zwei Stellen. Das reicht nicht aus bei 200 Jugendlichen ohne Schulabschluss, bei 8,4% im Land ohne Schulabschluss. Und dass, wie gesagt, irgendwelche V-Leute da Geld bekommen für ihre Arbeit und dass für die Prävention da weiter gestrichen wird. Oder dass ein Eurojobber immer mehr an Schulen arbeiten und kaum richtiges Personal da vor Ort ist nachmittags. Da sind bloß Angebote, aber da ist keine richtige Nachmittagsbetreuung da. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ob wir da noch mehr Streichungen erleben, auch bei der Polizei, bei der Universität, wie das im Land überhaupt noch weitergehen soll. Aber Sie wissen schon, dass wir bei Schulsozialarbeit in Kiel jedenfalls jedes Jahr aufbauen, jedes Jahr stärker werden. Vielleicht noch nicht stark genug, aber gekürzt haben wir in den letzten 3 Jahren keine einzige Stelle, sondern nur zusätzliche Stellen eingeführt. Nein, nicht ein oder zwei Stellen. Jedes Jahr eine ganze Menge Stellen. Nee. Jetzt die letzte Wortmeldung, bitte. Mein Name ist Sigrid Thomas. Ich bin direkt Betroffene durch Möbelkraft, wenn es gebaut wird. Und ich muss sagen, Herr Albig, ich ärgere mich sehr darüber, dass ständig Arbeitslose, Arbeitsplätze damit verglichen wird, wer gegen Möbelkraft ist, ist gegen Arbeitslose. Das stimmt nicht. Wir wehren uns gegen den Standort von Möbelkraft. Wir würden uns glücklich schätzen, wenn sie viele Arbeitsplätze schaffen, aber nicht an diesem Standort. Und es gibt viele Sachen, die wir dazu sagen könnten. Und ich schließe mich ganz groß auch den Leuten aus der Feldstraße an. So, vielen Dank. Herr Albig, geht's schon wieder? Ja. Gut. Wir haben jetzt einige lokalbezogene Fragen hier gehabt. Tut mir leid, ich muss jetzt den Sack zumachen. Wir nehmen jetzt keine Wortmeldung mehr entgegen. Herr Albig wird zunächst mal zu dem, was jetzt auf Kieler Ebene gefragt und gesagt wurde, Stellung nehmen. Und dann sind Sie auch noch angesprochen gewesen. Okay. Also ich glaube, dazu haben wir eben schon miteinander uns ausgetauscht. Ich verstehe Ihre Position. Mir ist sehr, sehr bewusst, dass sowohl in der Feldstraße als auch dort, als auch in anderen Themen, das sind nicht die einzigen, die wir in Kiel haben, es Konflikte gibt zwischen dem, was wir erreichen wollen. Mitnichten spiele ich Arbeit gegen sie aus. Ich weise nur darauf hin, dass ich jetzt versuche, Arbeit zu schaffen, indem ich hier eine Ansiedlung hinbekomme. Die Ansiedlung geht nicht an jeden Ort. Sie ist eben nicht beliebig einsetzbar in der Stadt. Und das ist ein Abwägungsprozess. Die Frage ist, tauschen wir uns so aus, dass Sie akzeptieren können, dass ich Argumente habe? Ich kann sehr wohl akzeptieren, dass Sie Argumente haben. Und wie bringen wir diese Argumente so zueinander, dass wir zumindest, Sie müssen nicht meiner Meinung sein, so wie ich nicht Ihrer Meinung sein muss, dass wir sagen können, wir haben diese Argumente vernünftig und fair ausgetauscht und Sie können akzeptieren, wenn ich dann, oder Politik ist das in dem Fall, also die Ratsversammlung entscheidet, dass Sie das in Kenntnis Ihrer Argumente und wenn die dann nicht gehört wurden, mit guten Gegenargumenten entschieden worden ist. Das ist das, was wir erreichen können müssen. Und das ist das Ziel von Partizipation. Möglicherweise sind wir noch nicht gut genug, in beiden Fällen möglicherweise, da müssen wir noch besser werden. Aber das Ziel kann nicht sein, und da bitte ich Sie um Verständnis, dass Ihre Position diejenige ist, die sich in jedem Fall durchsetzen muss. Das kann es nicht sein. Es gibt auch noch andere Positionen und auch die Rolle des Oberbürgermeisters, wie die eines Ministerpräsidenten oder eines Landtags oder einer Ratsversammlung ist, alle Argumente zusammenzubringen, auch die nicht dort wohnen, die dort keinen Kleingarten haben, auch die haben Positionen und die brauchen auch eine Stimme. Und die Stimme auch in dem Diskurs zur Geltung zu bringen. Das ist auch, glaube ich jedenfalls, nach meinem Verständnis Rolle von Politik. Vielen Dank. Man kann es auch mit einem Satz
irgendwann muss mal irgendwer entscheiden und der hat natürlich auch Verantwortung zu übernehmen. Das sind natürlich Begriffe, die auch in diesen Prozess gehören. So, bitte sehr. Also das zu den lokalen Sachen kann ich nicht sagen. Bei Luhmann ist das so eine Sache, ist vielleicht nur in zwei Sätzen, seine berühmtes Buch, Vertrauen sei die Reduktion von Komplexität. Also wenn Vertrauen besteht, dann kann man Komplexität reduzieren. Wenn es nicht besteht, kann man sie nicht reduzieren. Das ist ja das Problem. Also ich kann reduzieren, weil wenn ich meinem Freund vertraue, muss ich keinen Vertrag, schriftlichen Vertrag mit ihm abschließen, sondern kann ich einfach es so machen. So. Und wenn dann kein Vertrauen besteht, dann ist die Frage, wie man Vertrauen schafft. Also man kann es nicht, ohne Vertrauen kann man nicht reduzieren, die Komplexität. Und deswegen denke ich, möchte ich gerne die Sache aufnehmen, die die junge Dame, die Studentin aufgenommen hat, in meiner Generation, Jahrgang 43, also Studentin 68, haben wir natürlich all diese radikalen Alternativen zur kapitalistischen Marktwirtschaft und zur Demokratie diskutiert. Also es ist nicht eine völlig neue Fragestellung, ehrlich nicht. Und natürlich kann ich sagen, Demokratie heißt immer auch Über- und Unterordnung, im Unterschied zu dem von mir theoretisch sehr ernst genommenen Anarchismus. Das ist etwas eine ernstzunehmende Theorie. Ich sehe aber nicht, wie sie in einer komplexen Gesellschaft mit unterschiedlichen Interessen und Machtpotenzialen und mit der Erwartung der Gesellschaft, dass sie auch verlässlich leben kann. Im Moment brauchen sie das möglicherweise noch nicht so sehr, aber wenn sie 35 sind und zwei Kinder haben und Ansprüche haben wollen auf irgendwas, dann brauchen sie gesetzliche Verlässlichkeiten. Dann müssen die auch irgendwo gemacht werden, diese Gesetze, und können nicht jedes Mal neu zur Disposition gestellt werden. Also klar, es gibt da Ungleichheiten in der Demokratie, die sich aus der Funktion ergeben. Es ist nur problematisch, wenn sie nicht durch Wahl und Diskussion zur Debatte gestellt werden. Also ich finde es ein bisschen einfach, so zu tun, als würde jetzt zum ersten Mal die Überlegung eines alternativen Wirtschafts- oder Politiksystems aufgeworfen werden. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne aufgeschlossen für vielen jugendlichen Impetus. Nur ich finde, dann muss man sich auch der Mühe der theoretischen Auseinandersetzung wirklich unterziehen. Und dasselbe gilt für das Wirtschaftssystem. Ich bringe immer gerne, weil das meine Zeit war, Band 3, Karl Marx, Kapital, Seite 853, da steht es, dass wir die kapitalistische Marktwirtschaft durch eine weltweite harmonische Koordination des Wirtschaftsgeschehens ablösen wollen. Das hat er so geschrieben. Und er hatte dafür, er war ja wirklich einer der schlauesten Menschen, das möchte ich ganz klar sagen, einer der klügsten, die ich kenne, aber er hat das in seinem System eingebettet so gesehen und viele haben es versucht so zu machen. Und es ist nicht gut gelaufen. Also Utopie bin ich sehr dafür, ich bin auch für Visionen, aber da muss man sich sozusagen auch anstrengen, die Schwierigkeiten zu überwinden, die da überwunden werden müssen, um mit der Realität klarzukommen. Und eine letzte Sache noch hier zu dem Sozialkapital. Also ich glaube, wir kommen in der Gesellschaft nur weiter, wenn wir jetzt nicht nur die Gegenüberstellung haben, Politik, Gesellschaft, sondern wenn wir innerhalb der Gesellschaften sehr viele, auch Vertrauensnetze und Vertrauensträger und Akteure haben, die viele Dinge auch schon in der Gesellschaft selbst regeln. Das, was Sie besprochen haben von der Wohnungsbaugesellschaft, so habe ich das verstanden, ist für mich so ein Beispiel. Das muss nicht alles über gesamtgesellschaftliche Entscheidungen laufen, die dann legitimiert sein müssen. Je mehr wir vor Ort machen können, desto besser. In einem Punkt, lieber Thorsten Albig, bin ich wahrscheinlich nicht anderer Meinung, aber habe ich einen kleinen Vorbehalt. Dass Menschen natürlich dann am ehesten politisch engagiert sind, wenn sie aus ihrem Lebensraum heraus argumentieren, das ist völlig klar. Aber wenn sie sich dann nicht mehr dafür entscheiden, nicht mehr dafür interessieren, wie es in Afrika aussieht, finde ich das ein Problem. Ne? Also man kann dann auch zu sehr auf den kleinen Lebensbereich konzentriert sein. Aber das ist nur eine kleine Anmerkung, von der ich weiß, dass sie dir sowieso vertraut ist. Ein Wort zu Marx, vielleicht weiß es nicht jeder, aber wenn ich das richtig weiß, haben Sie über Marx sich habilitiert, und zwar mit einer durchaus auch kritischen Betrachtensweise. Und
Die Frau weiß, ich glaube, im Gegensatz zu vielen hier im Saal, sehr viel über Marx und das, was gut und was nicht so gut ist. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei den beiden Diskutanten hier auf dem Podium für diese spannende Diskussion und, wie ich glaube, auch sehr lehrreich. Natürlich haben wir nicht die letzten Wahrheiten hier ergründen können, auch nicht die letzten Handlungsanweisungen, auch nicht hören können. Irgendwas muss ja auch noch offen bleiben. Aber auch Ihnen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für die interessanten Fragen, für Ihre Aufmerksamkeit und wofür jeder Einzelne ja gar nichts kann, aber dafür, dass Sie in so großer Zahl hier erschienen sind. Dankeschön nach allen Seiten und vergessen Sie nicht, Ihre Handys wieder anzuschalten.